Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen heute Abend hier im Körperforum. Mein Name ist Klaus Wehmeyer, ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Körperstiftung und für die internationale Politik, für unsere Kulturprojekte und für unsere Kommunikation verantwortlich und damit logischerweise auch für unseren kleinen, aber wie ich das immer gerne sage, feinen Verlag, die Edition Körperstiftung, verantwortlich. Meine Damen und Herren, unser Schwerpunkt in der internationalen Politik, den wir von unserem Hauptstadtbüro in Berlin am Pariser Platz aus bespielen, heißt, wie viele von Ihnen sicherlich längst wissen, Neuer Osten, neue Mächte, den Aufstieg Chinas als Chance begreifen. Das ist unser Arbeitstitel, mit dem wir viele unserer entsprechenden Inhalte verfolgen. Am vergangenen Freitag hatte die Körperstiftung in Berlin den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu einer Dialogveranstaltung zu Gast, in der wir über die Chancen und Risiken der chinesischen Weltmachtentwicklung gesprochen haben. Xi Jinping sprach dabei vom Traum des chinesischen Volkes, von der Steigerung des Glücksindex und Wohlstands jedes Einzelnen. Es mag nicht überraschen, dass die Definition von Glück nach westlicher, also unserer Sicht der Dinge, mehr Rechtsstaatlichkeit und Freiheitsrechte des Einzelnen einschließen. Gleichwohl war es zumindest für mich bemerkenswert, dass der chinesische Staatspräsident bis 2020 nicht nur mehr Demokratie in der sozialistischen Gesellschaft, sondern den bescheidenen Wohlstand jedes Einzelnen verdoppeln wolle. Wer das nicht glaubt, kann das bei uns im Livestream in der Aufzeichnung sich selbst noch mal zu Gemüte führen. Ich finde es schon eine interessante Feststellung. Wenn wir heute Abend den Blick westlicher oder sollte ich sagen, wenn wir über China reden, ein Stück südwestlicher nach Indien wenden, so befassen wir uns mit der zahlenmäßig größten Demokratie der Erde mit ebenfalls fast 1,3 Millionen Menschen, mit einem Milliarden Menschen, Entschuldigung, mit einem wichtigen Partner des Westens, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Man sollte denken, dass es vergleichsweise erwartbarer wäre, eine alles in allem positivere Zwischenbilanz der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung dieses neuen Riesen in Asien zu zeichnen. Doch der Titel des gerade in der Edition Körperstift erschienenen Buches unserer Autoren Georg Blume und Christoph Hein verheißt eher das Gegenteil. Indiens verdrängte Wahrheit, eine Streitschrift gegen ein unmenschliches System. Schweres Geschütz, das die beiden da auffahren. Von Mord und Vernichtung ist die Rede. Von Gender Sitka, reflexhaft möchte man gar nicht weiterlesen. Zu monströs klingen diese Worte. Doch ich finde, es ist wichtig, dass man weiterliest. Denn auch wenn man über die Verwendung bestimmter Begriffe streiten kann, und glauben Sie mir, wir und ich ganz persönlich haben im Vorfeld über diese Begriffe verdammt gestritten, so ist doch das, was die beiden Autoren beschreiben, offenbar schreckliche Realität für Millionen von Menschen. Bitterste Not, Gewalt, Ausbeutung, Misshandlungen. Wie passt also die Arbeit der Körperstiftung für Dialog und Verständigung mit der Veröffentlichung eines Buches zusammen, in dessen Einleitung die Autoren erklären, dass, und ich zitiere, die indischen Minister und Staatssekretäre den Tod von Millionen ihrer Bürger mit zu verantworten haben. Zitat Ende. Ich glaube, es passt durchaus zusammen, nämlich aus folgenden zwei Gründen. Einer ist, dass unsere Edition immer wieder und in vielen Büchern auch ein Ort ist, an dem wir Autoren bitten, Standpunkte zu beziehen und klare Worte zu finden. Das gilt für gesellschaftliche und kulturelle Fragen ebenso wie für die der internationalen Politik.
Wir haben eine ganze Buchreihe Standpunkte benannt, in der bereits 2008 ein Beitrag von Ihnen, lieber Herr Blume, erschienen ist. Die Aufgabe der Edition Körber Stiftung ist es, Debatten in Buchform in die Gesellschaft zu tragen. In ihr veröffentlichen Autoren, die unsere operative Arbeit nicht nur abbilden, sondern eben auch kommentieren, die die Positionen, über die wir verhandeln, zuspitzen und so, wie wir finden, die Diskussion vorantreiben. Dies verstehen wir als einen Teil des notwendigen Diskurses in demokratischen Gesellschaften, deren wir uns verpflichtet fühlen. Das trifft sich mit dem zweiten Grund, den die Autoren nach fast 200 Seiten selbst ansprechen. Nur weil man befreundet ist, bedeutet das nicht, dass man keine Kritik üben darf. Und auch wenn jeder Gerechtigkeitssinn zugestehen muss, dass die Probleme in Indien so gewaltige Ausmaße haben, dass ihrer schwer, vielleicht gar nicht Herr zu werden ist, bedeutet es keine kolonialherrliche Arroganz zu fordern. Es muss verdammt mehr getan werden. Wir alle, fassen die Autoren in ihrem Nachwort zusammen, auch im Westen können den Indern helfen, ihre eigene Wirklichkeit fester ins Auge zu fassen und weniger Wahrheiten zu verdrängen. Das hat mit Besserwisserei nichts zu tun, wohl aber mit dem Mut zur Kritik an einem fehlgeleiteten Gesellschaftssystem, auch wenn es in einer stolzen, uns oft fremden Kultur eingebettet ist. Wir müssen begreifen, dass selbst ein demokratisches System nicht immer vor großen Vergehen schützt. Zitat Ende. Dass die beiden Autoren wissen, wovon sie sprechen, machen, meine Damen und Herren, ihre Lebensläufe deutlich. Begrüßen Sie mit mir zunächst ganz herzlich Georg Blume. Georg Blume arbeitet seit 1985 als Auslandskorrespondent. Er berichtete zunächst aus Frankreich, seit 1990 dann aus Tokio. Von Japan wechselte er nach Peking und war dort über ein Jahrzehnt als Korrespondent der Taz und der Zeit ein genauer Beobachter der Entwicklung und des Wandels in China. Sein engagierter, kritischer Journalismus gepaart mit seinem mitfühlenden Blick auf die Menschen trugen ihm 2007 den Liberty Award ein. 2009 zog Georg Blume weiter nach Indien. Viele seiner Artikel befassten sich mit der Lage der Armen, der Frauen und Kinder. Für seinen 2012 erschienenen Artikel über die Massenabtreibung von Mädchen verliehen die Studenten der Universität Stuttgart ihm den Mediathek Award Meta. 2013 ging es dann noch weiter westwärts. Seitdem lebt und arbeitet Georg Blume wieder in Europa, nämlich in Paris. Aktuell beobachtet er für die Zeit die französischen Kommunalwahlen. Das gibt mir, meine Damen und Herren, Gelegenheit, jene unter Ihnen speziell zu begrüßen, die von der langen Nacht der Zeit zu uns gefunden haben heute Abend. Wie Sie womöglich alle wissen, erscheint ab morgen die Wochenzeitung Die Zeit mit einem eigenen Lokalteil für Hamburg. Das feiert man heute mit vielen Veranstaltungen und als Zeitautor gehört er natürlich mit in diesen Rahmen. Also Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Ebenso herzlich begrüße ich nun Christoph Hein. Herr Hein hatte den längsten Weg nach Hamburg, denn er ist Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Singapur. Und das bereits seit 15 Jahren. Schon während des Studiums begann er journalistisch zu arbeiten für den Westdeutschen Rundfunk und die Westfälischen Nachrichten. Danach als Wirtschaftskorrespondent für die Welt, bis er 1998 zur FAZ wechselte. Nur ein Jahr später ging er nach Singapur und berichtet seitdem von dort über den gesamten asiatischen Raum. Hier ist vermerkt außer Japan. Eigentlich wäre das auch noch spannend in der jetzigen Situation, lieber Herr Hein. Das große Spektrum seiner Arbeit zeigt sich auch darin, dass er vor dem gemeinsamen Indienbuch erst im letzten Jahr beim österreichischen Picus Verlag einen Band über Burma-Myanmar veröffentlichte. Also nochmal auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schließlich verfügt auch die Moderatorin des heutigen Abends
über eine große Indien-Expertise, wenn ich das so sagen darf. Herzlich willkommen, liebe Julia Niharika Sen. Frau Sen, in Kiel geboren, übernahm 2006 die Moderation von Rund um den Michel beim NDR Fernsehen. Seitdem moderierte sie unterschiedliche Sendungen, aktuell vor allem regelmäßig das Hamburg Journal und das NDR Auslandsmagazin Weltbilder. Für dieses Format produziert sie eigene Beiträge, nicht nur, aber auch über Indien. Diesem Land ist sie eng verbunden. Ihr Vater stammt aus Bengalen. In den nächsten Wochen läuft in drei Teilen in den Weltbildern ihre Reportage über arrangierte Ehen und Liebesheiraten in Indien. Nach dem, was Sie heute Abend hören werden und dann zu Hause nachlesen können, sollten Sie, glaube ich, diese Sendung nicht versäumen. Und Frau Sen wird uns womöglich heute Abend noch das genaue Sendedatum auch verraten können. Nachlesen ist nun für mich das Stichwort, noch auf unseren Büchertisch am Ende hier unseres Saales hinzuweisen, wo Sie das Buch von Georg Blume und Christoph Hein erwerben können. Die Autoren signieren selbstverständlich im Anschluss an die Diskussion gerne ihr persönliches Exemplar. Machen Sie von diesem Angebot bitte reichlich Gebrauch. Und wie üblich, meine Damen und Herren, laden wir Sie am Ende dieser Veranstaltung wieder auf ein Glas Wein oder Wasser ein, damit Sie das Gehörte und Erlebte noch ein wenig nachbereiten und diskutieren können. Seien Sie uns also alle noch einmal herzlich willkommen, Frau Sen, Ihre Gesprächspartner, bitte, Sie haben die Bühne. Dankeschön. Toll, ganz toll, ja, danke. Ja, herzlichen Dank. Entschuldigung, die Arme, habe ich jetzt wieder herzlichen so Dank, Herr Dr. Wehmeyer, für diese warmen Worte zum Beginn. Vielleicht setzen wir uns ein wenig mehr in einer Art Kreis, dass wir uns auch, weil ich Sie quasi beide angucken werde in den folgenden etwa 60 Minuten. Ich freue mich sehr, diese Veranstaltung moderieren zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, dass dieses Thema so ein großes Interesse findet. Und habe dieses Buch, es ist druckfrisch und der Inhalt brandheiß, könnte man zynisch sagen, aber auch brandaktuell. Ich habe es mit großem Interesse gelesen und war sehr beeindruckt von der Streitlust sozusagen der beiden Autoren, die wir heute sehen. Es ist ungewöhnlich, dass sich zwei Auslandskorrespondenten, die für konkurrierende Medien, konkurrierende Zeitungen schreiben, zusammentun, gemeinsam ein Buch verfassen und dass sie sich dann noch gemeinsam über dieselben Themen empören und bereit sind, darüber öffentlich zu streiten. Deswegen freue ich mich sehr, Sie hier heute kennenzulernen, gemeinsam mit Ihnen und natürlich das, wofür bzw. worüber Sie streiten wollen. Herr Hein, Herr Blume, warum haben Sie dieses Buch geschrieben, die Streitschrift? Ja, weil zu viele Frauen in Indien sterben, unnötig, und auch Kinder. Also man hat das einfach irgendwie zu oft gesehen irgendwie und erlebt und die Situation, an den Situationen mitgelitten. Man einfach sah, wie die kleinen Mädchen nicht zu essen kriegen und die anderen kriegen was. Und es gab einfach so ein, finde ich, so einen Impuls, dagegen muss man was tun. Und Christoph und ich waren da immer einer Meinung. Das ist eben, also so in diesem, dass es da Grundübel gibt, an die man ran muss und wo man irgendwie nicht den Kopf vor einziehen kann und die man irgendwie, die die Welt wissen muss über Indien. Mhm. Und wo wir nicht einfach sagen können, also, und dann gibt's noch die schöne indische Kultur und dann gibt's noch natürlich auch all diese tollen Sachen, die es in Indien gibt. Aber wir müssen auch dieses Grundübel irgendwie uns vorführen. Und das kann man mit Zeitungsartikeln auch erreichen, aber man kann es einfach nochmal verdichten mit so einem Buch, denke ich. Sie sprechen, Herr Hein, vielleicht können Sie darauf antworten. Sie sprechen sogar von Völkermord, Genozid und millionenfachem Genderzid, also Geschlechtermord, dem Mord an Frauen. Wie kommen Sie darauf? Nun, auf einen Völkermord? Es sind schlicht Tatsachen. Es sind Tatsachen, die Sie belegen können, einmal durch die Wahrnehmung. Wenn Sie durch Indien gehen, nehmen Sie es schon wahr, diese Zustände, aber wir können sie eben auch belegen durch Rücksprache, durch Recherche mit Wissenschaftlern. Und in dieser Form ist es, denke ich, in Deutschland so noch nicht belegt worden. Es war uns wichtig, dass wir eben
wie der Titel schon sagt, eine Streitschrift schreiben, die ja dazu auffordert, sich mit diesem Thema überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Wir alle haben gehört von den Vergewaltigungen, auch von dieser Serie der Vergewaltigung. Aber uns ist wichtig, nicht nur darüber zu schreiben, sondern eben auch mal die Grundproblematik offenzulegen. Wenn wir nur auf die Frauen schauen, das Buch geht weit über dieses Thema hinaus. Wenn wir uns das herausgreifen, es ist eben, die Grundfesten sind erschüttert und wir nehmen Indien auch ein Stück weit falsch wahr. Wir sind beide große Indien-Fans, auch wenn das mancher nicht glauben mag. Nur vielleicht gerade deswegen ist ein Stück weit Ärger und ein Stück weit Enttäuschung bei uns nach jahrelanger Arbeit dort aufgetreten. Und dann sahen wir uns gezwungen, über das Format der Zeitung hinauszugehen und es einfach mit Hilfe der Körperstiftung eben in Buchform mal zu präsentieren, weil es uns doch zu sehr unter den Fingern gebrannt hat oder unter den Nägeln gebrannt hat. Sie schreiben relativ am Anfang, da bleibt man erstmal hängen und gerät beim Lesen etwas ins Stocken. Sie sagen, Sie sprechen von der größten demokratisch legitimierten Menschenvernichtung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das hat mit Zahlen zu tun, denen Sie begegnet sind, mit Studien. Was waren das für Zahlen? Eine der wichtigsten Zahlen ist von zwei amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern, die berechnet haben, wie viele Frauen sozusagen im Jahr in Indien zusätzlich an Gründen der Diskriminierung sterben. Und sie haben diese Zahlen berechnet mit Computermodellen, sie haben eine Methodik dafür entwickelt, die bei der Weltbank jetzt auch akzeptiert ist, die also Anklang gefunden hat weltweit und die, wenn man sie auf Indien anwendet, eben diese schrecklichen Ergebnisse gibt, dass es 2 Millionen Frauen im Jahr gibt, die aus vielfältigen Gründen der Diskriminierung, weil sie als Föten abgetrieben werden, weil sie als Mädchen einfach speziell als Mädchen kein Essen mehr kriegen von der Familie, weil sie speziell als Mädchen nicht mehr nicht zum Doktor gebracht werden, während der Junge wird zum Doktor gebracht, oder weil sie als Frau dann als Mutter an der Schwangerschaft sozusagen an die Unterernährung während der Schwangerschaft zur Todesursache wird oder bei der Geburt. Oder ein ganz großer Teil der Frauen, die Witwen sind und dann praktisch aus der Gesellschaft verstoßen werden und eben keinerlei Krankenversorgung mehr kriegen, die andere aber noch in der Familie kriegen. Da sammelt sich eben diese unglaubliche Zahl, dass da 2 Millionen Frauen jedes Jahr sterben müssen, obwohl das ein reiches Land ist, obwohl es genug zu essen gibt, obwohl sozusagen es eigentlich auch ein politisches organisiertes Versorgungssystem gibt, seit Gandhi und Nehru, was diesen Menschen helfen müsste. Aber es passiert nicht, es funktioniert nicht. Die Politiker wollen auch gar nicht, wenn man genau hinguckt, dass es funktioniert, weil diese Menschen, die es betrifft, und das sind, die sind den Herrschenden egal, die sind dem Dorfbürgermeister genauso egal wie dem Politiker in Delhi, nicht? Und da müssen wir uns ranwagen an diese Zahl, die ist Wissenschaft, das ist eben wirklich auch was vorher nicht so ausbuchstabiert war in den Diskussionen. Es gab von der UNESCO Zahlen, dass jedes Jahr 5 Millionen Kinder in Indien verhungern. Die 1990 waren es 3 Millionen, die jedes Jahr verhungerten. Dann wurde immer nur gesagt, wie viel besser das geworden ist. Und diese Organisationen, auch die das berechnen, haben kein Interesse, das groß an die Wand zu heften. Die arbeiten in Indien. Wenn die das groß verkünden, dann schmeißt die Regierung sie raus. Aber das ist jetzt vielleicht zu viel. Es ist nur erstmal, dass sie... wir müssen uns vorstellen, da ist sozusagen eine riesige Demokratie, die wir eigentlich auch irgendwie alle, wenn wir indische Literatur lesen, wenn wir indische Geschichte, wenn wir Gandhi den Film gesehen haben, wir haben doch Indien ins Herz geschlossen. Also wer hat denn nicht Gandhi ins Herz geschlossen von uns? Ja, als ein der große Gestalter der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und übersehen wir, dass das, was dieser Mann wollte, Gandhi, also heute mit Füßen getreten wird, nicht? Nach wie vor. Sie sagen, dass es eben diese unglaublichen Zahlen gibt, dass
2 Millionen Frauen im Jahr mehr sterben als Männer. Und dass es eine ungeheuerliche systematische Diskriminierung gibt. Warum berichtet niemand in dieser Form sonst darüber? Ich denke, das hat verschiedene Gründe, die alle miteinander wichtig sind. Erstens, wer zunächst darüber berichten müsste, wären natürlich indische Medien, die halten sich sehr zurück. Wir haben ja auch in dem Buch ja doch die Elite insgesamt eigentlich ins Gebet genommen. Und dazu gehören für mich auch die führenden Medien Indiens. Zweitens hat niemand wirklich Interesse daran, weil diejenigen, die ihr Wort machen können in Indien, die zu einer gewissen Elite zählen, leben ja ausgesprochen gut. Wir haben eine wachsende Mittelschicht, der es zunehmend besser geht, die auch zunehmend interessant wird als Konsumenten für westliche Unternehmen, sodass schlicht und ergreifend das Interesse fehlt und die, die das Interesse haben, haben bislang ihr Wort nicht gefunden oder ihre Stimme nicht gefunden. Das ändert sich allmählich im Zuge dieser fürchterlichen Vergewaltigungsgeschichten, da kommen wir ja gleich vielleicht noch drauf zu sprechen, aber es ist eben über Jahre überhaupt nichts passiert in dieser Richtung, weil einfach im oberen Bereich der Gesellschaft kein Interesse war, in irgendeiner Form dagegen vorzugehen. Sie haben alle Gesetze, die Sie brauchen in Indien. Sie können gegen diese Diskriminierung vorgehen. Sie haben aber Gerichte, die teilweise 20, 30, 40 Jahre brauchen, um Fälle zu behandeln. Sie haben eine Polizei, die in weiten Teilen bestochen ist. Sie haben eine innerfamiliäre Unterdrückung, die Frauen natürlich unter einen solchen Repressionsdruck setzt, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich dagegen zu wehren. Und alles zusammengenommen schafft dann eine Situation, in denen den Frauen die Stimme fehlte. Ups. Wenn wir noch mal ganz kurz auf das, wir sprechen jetzt im Moment sozusagen aus der Draufsicht. Wir reden über Zahlen, über Einordnungen von Ihnen. Vielleicht können wir noch mal auf den Einzelfall gucken. Sie beschreiben in Ihrem Buch das Beispiel eines Mädchens in einer bäuerlichen Familie, was nicht genug zu essen bekommt. Weil ich denke, das Problem Hunger, das kennen wir alle aus den letzten 25, 30 Jahren, war das immer ein großes Thema in Indien, in der dritten Welt. Inzwischen hat man eigentlich das Gefühl, Hunger ist gar nicht mehr das große Problem. Sie sagen aber, das ist es sehr wohl. Was war das mit dieser bäuerlichen Familie, die Sie besucht haben? Das ist, sie haben in der Familie, in der bäuerlichen Dorffamilie eine tägliche, und da darf erst der Mann essen, dann darf der Sohn essen, dann darf die Mutter essen, dann darf die Oma essen, die Schwiegermutter, und ganz zum Schluss kriegt das kleine Mädchen nichts mehr ab. Nicht? Und dann haben sie, und das geht den ganzen Tag so. Und dieses Mädchen wird von der Schwiegermutter schon drangsaliert, wird von der Mutter drangsaliert, als jemand, den sie eigentlich am liebsten gar nicht dabei haben wollen. Nicht? Und dann sind sie, ich habe Tage in solchen Familien gebracht, wo man wusste, also da sind schon zwei Mädchen in der Familie gestorben. Ja? Das wussten dann die lokalen Sozialarbeiter. Und dann haben sie mich in diese Familie gebracht und dann das war sehr schwierig, da überhaupt rein und so weiter. Und dann konnten sie zusehen, wie das im Alter funktioniert. Ja? Wie also sozusagen auf dem kleinen Mädchen schon, also sozusagen Alltagsbürden, arbeiten und so weiter, dass die überlebt, dass dann auch in dieser ganzen Konstellation ein Mädchen überlebt, ist eben unheimlich schwer. Und dann werden die Jungs daneben gefüttert und verwöhnt und also sozusagen als die Stammhalter der Familie, nicht, und werden von allen behätschelt und getätschelt und das ist und dann können Sie sich vorstellen, was das für eine Grausamkeit ist da gegenüber den Mädchen in solcher Familie. Nicht? Lassen Sie mich noch ein Beispiel vielleicht da anfügen, weil das eben sich fortsetzt in der gesamten indischen Gesellschaft. Sie haben jetzt das Beispiel gehört von einer bäuerlichen Gemeinschaft, von einem klassischen Dorfhaushalt. Sie haben das aber genauso, wenn Sie in die Fabriken gehen. Ich war gerade eine gute Woche in den Spinnereien in Südindien, wo unsere gesamte Textilienfertigung eigentlich herkommt, die dann oft in Bangladesch umgesetzt wird in Kleidung. Und die Probleme in Bangladesch kennen wir alle. Was die Frauen, mit denen ich dann schließlich reden konnte, die in diesen Betrieben arbeiten, unter extremem Druck erzählt haben, war unter anderem die Fortsetzung dessen, was Georg Blume gerade geschildert hat. Die bekommen natürlich Essen, Nahrung von ihrem Betrieb. Und das sieht dann aber in der Realität so aus, dass die Männer, die in diesem Betrieb
beschäftigt sind, zunächst wirklich an die Töpfe gehen, in die Küche gehen, ihre Nahrung bekommen. Und für die Frauen, die danach, grundsätzlich danach dran kommen, ist viel zu wenig Essen da. Und einer der Hauptgründe, warum diese Frauen so leiden, aus ihrer Sicht war unter anderem, dass sie schlicht hungern. Tagelang hungern, weil kaum Essen für sie übrig ist, nur weil sie weibliche Angestellte sind. So setzt sich das eben, es sind zwei Schlaglichter auf die indische Gesellschaft und die Rolle der Frau in, zu verschiedenen Zeiten, aber es setzt sich eben durch und es ist eben mehr als der Einzelfall in einem oder 100 oder 1000 Dörfern. Es ist halt in irgendeiner Form institutionalisiert und da liegt die Problematik. Was passiert, wenn Sie die Verantwortlichen damit konfrontieren? Nichts. Es wird bestritten. Ich meine, wenn Sie auf das Beispiel jetzt nochmal eingehen mit der Textilindustrie bzw. der Spinnereiindustrie, da müssen Sie sehen, auch das vielleicht ein gutes Beispiel für die Situation in Indien. Wenn Sie dort nach Tamil Nadu in dieses Bundesland gehen, da kommen die Stoffe bzw. die Fäden, die Garne für die gesamte Weltfertigung der Textilien her. Da sind alle großen Marken, die dort einkaufen, aber natürlich bei Zulieferern. So, diese Städte, in denen das passiert, sind unter der Hand oder unter der Fuchtel der großen Hersteller dieser Spinnereien, der Besitzer dieser Spinnereien. Das heißt, denen gehören die Hotels, die sitzen im Parlament, die haben das politische Sagen. Und wenn Sie sich dort als westlicher Journalist schon alleine in ein Hotel hineinbegeben, einchecken, dann wissen die genau, da kommt jemand, der Ihnen irgendwie auf die Finger guckt. Und das geht dann in einem fort. Sie werden begleitet, in Anführungsstrichen, man könnte eher sagen, verfolgt von Polizei. Und das setzt sich durch bis zum Flughafen, wenn Sie wieder rausfliegen. Also dort ist ein solches Machtgefüge, gegen das einzelne Stimmen, einzelne Frauen überhaupt nicht ankommen. Es ist durchorganisiert, diese Fabriken zu schützen mit hohen Mauern, mit Stacheldraht. Sie kommen da nicht rein. Und mit den Frauen sprechen ist mindestens genauso schwierig, wie Georg das gerade geschildert hat, von der Dorfbevölkerung. Sie brauchen Wochen, bis sie sich denen annähern und viele, viele, viele Helfer, die ihnen irgendwie einen Weg ebnen, um dann Statements zu bekommen, die halbwegs die Realität widerspiegeln. Über die Probleme bei der Berichterstattung sprechen wir nachher nochmal. Ich will nochmal ganz kurz bei den Frauen nochmal bleiben. Sie sprechen, abgesehen von dieser systemimmanenten Diskriminierung, auch von einer unglaublichen Zahl von 100.000 Brautverbrennungen pro Jahr. Ich habe gerade, Herr Dr. Wehmeyer hat es erzählt, in Indien über Liebesheiraten und arrangierte Ehen berichtet. Meine eigene Cousine ist arrangiert verheiratet worden, die andere hatte eine Liebeshochzeit. Das war für mich der Anlass, da sozusagen mal auf eine rauszuzoomen, auf die größere Ebene zu schauen. Und in der Mittelklasse wurde mir in Kalkutta versichert, es gäbe quasi keine Mitgift mehr und von Brautverbrennungen, also sei überhaupt nicht die Rede. Sie sprechen von 100.000 Verbrennungen dieser Art und Mitgifterpressungen im Jahr. Haben Sie Menschen getroffen? Wo haben Sie die Statistiken und die Zahlen? Das sind Zahlen von Anderson und Ray, also den beiden Wissenschaftlern, die sagen, es gibt sozusagen hier, wir haben hier Statistiken, so und so viele Frauen sind aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben. Und wir können irgendwie Autounfälle, wir können irgendwie, also an Autounfällen sterben aber genauso viele Frauen wie Männer. Und wir können sozusagen sagen, was sind Frauen, also wenn dann mehr Frauen als Männer sterben in diesem Altersbracket, wo sozusagen eine Braut, also eine Frau heiratet. Und wir wissen, was gibt es für Gründe, woran mit Gewalteinwirkung eine Frau sterben, dann kann man andere aussortieren und dann gibt es auf einmal nur noch die Brautverbrennung und dann bleiben diese 100.000 unerklärt stehen. Und dann gibt es eine Kriminalstätte. Ich will ganz kurz noch mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist, die Brautverbrennung und warum, bevor wir über die Zahlen reden. Ja, ich meine, das ist ganz schwierig natürlich mit, erstens sind die Opfer oft schon tot und zweitens müssen sie also ein Opfer finden, das sozusagen dann von diesen das Privateste des Privaten, dass der Ehemann dich ermorden will. Wollten Sie was sagen? Entschuldigen Sie. Nee, ich wusste nicht, ob Sie Herrn Keine und ich Frau sehen können, will darüber sprechen. Nicht, wenn dir sowas geschehen ist, dass dein eigener Mann dich umbringen wollte, wer will dann hinterher darüber sprechen? Es ist ja, man diskreditiert sich ja selbst gegenüber der ganzen Gesellschaft, die das dann mit zur Kenntnis nimmt. Und wir haben lange gesucht und dann haben wir eben eine Frau gefunden, die sich jetzt mit Hilfe einer NGO, mit einer Nichtregierungssituation eben auch juristisch gegen
versucht hat zu wehren, juristisch natürlich völlig ohne Konsequenzen, aber die dann da also äußerst tapfer ihre Erfahrung erzählt hat, wie sie also 2 Jahre praktisch erstmal als Frau in die neue Familie kam und eingeschlossen war, das Haus nicht verlassen durfte, völlig normal, aber das, wenn sie dann erzählt, das war ja ganz normal, da habe ich mich ja nicht beklagt und ich durfte zwar nie raus und war immer, aber und dass mein Mann mich dauernd vergewaltigt hat, war sozusagen auch überhaupt kein Problem sie hat das alles sozusagen in Kauf genommen und so weiter. Und sie wusste gar nicht, was dann geschah. Erst als sie merkte, dass er das Kerosin über sie geschüttet hat und das Feuer schon brannte, da ist ihr klar geworden, das war ein Mordversuch. Und sie ist gerettet worden, weil ein Nachbar eingegriffen hat. Wobei die Nachbarn sonst, also dem ganzen, also dieser ganzen Gewalt, die diese Frau erlebt, vorher auch schon erleben mussten, dem zugeschaut haben, und weil das ganz normal war. Und hat sie herausgefunden, warum, was der Grund war? Ging es um Mitgift? Ja, es ging um Mitgift. Also sozusagen die Eltern hatten schon für ihre Verhältnisse unheimlich viel da über ich glaube sogar einen Wert so von mehreren tausend Dollar Mitgift in die Ehe eingebracht, in einer sozialen Schicht, wo das unheimlich viel Geld ist und wo das dann eben nicht reichen sollte. Und dann wird immer mehr gefordert, immer mehr gefordert. Wir haben ja die Tochter übernommen. Jetzt ist sie hier und frisst unser Geld weg und wir müssen sich um sie uns kümmern. Und das auch noch, nachdem sie dem Mann 2 Kinder geboren hat. Ja, also, aber das ist, und das wird in einer, das ist nicht auch nur hier, das ist, wir reden jetzt nicht über die niedrigsten Kasten. Wir reden schon über ein fast schon so an der Grenze zur Mittelschicht, wo man eben über, auch, also wo es um materielle Werte geht, wirklich, und wo die eingefordert werden. Nicht? Das ist oft das eben auch das Erschreckende, dass viele dieser Diskriminierungsformen, das sind eben nicht Witwenverbrennung, gab es in Indien bis zum Wende zum 19. Jahrhundert. Die wurden durch die Engländer und aber auch durch viele indische Bewegungen fast komplett abgeschafft. Die Brautverwendung von heute ist ein neues materialistisches Phänomen der Konsumgesellschaft der Modernen. Das ist nicht die alte Tradition auf dem Dorf. Nicht? Also, wie sieht es denn aus? Also was bleibt dann der Frau zum Beispiel, die Sie getroffen haben? Geht die zur Polizei? Ja. Kriegt die juristische Hilfe? Ja, und die Polizei hat immer gesagt, nein, da kannst du nicht beschweren, das ist doch normal. Nicht? Also die Polizei hat den Fall nicht aufgenommen. Nee, die deckelt den Mann heute noch. Die musste zurück zu ihren Eltern nach Delhi. Lebte da in einer kleinen Stadt etwas außerhalb von Delhi da mit ihrem Mann. Die musste zurück, diese Familie, diese örtliche Situation verlassen, fliehen, sich in Indien mit der Hilfe der Eltern, in Delhi mit der Hilfe der Eltern einen Rechtsanwalt suchen, und dann kam sie irgendwie auf einen Gleis. Nicht? Also ich glaube, wir sollten an der Stelle vielleicht mal einen Blick dann doch ganz kurz auf die Rolle der Polizei auch werfen, weil es wäre normal, sich dahin zu retten. Wir wissen alle, dass die Polizei in Indien extrem bestechlich ist. Das funktioniert nicht, sich dorthin zu retten, denn sie ist auch zu weiten Teilen männlich und begreift ein Verhalten, wie es gerade geschildert wurde, als relativ üblich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wir haben diese Fälle, wir können hunderte dieser Fälle erzählen, auch im Bereich der Vergewaltigung. Deswegen hat man eben jetzt auch eingeführt, weibliche Polizeibeamte dort einzusetzen. Ob das funktioniert, ist noch viel zu früh zu beurteilen, und es sind auch nur sehr wenige. Aber nur ein Beispiel, weil wir über drastische Vorgänge gerade sprechen. Es gab den Fall der Vergewaltigung einer 16- oder 17-Jährigen, die einer Massenvergewaltigung von, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, 18 Männern, 16 Männern, also ein extremer Fall auch wieder, die dann zur Polizei gegangen ist, diesen Fall dort aktenkundig hat machen lassen, auf dem Rückweg von der Polizei vergewaltigt worden ist, von derselben Gruppe wieder, daraufhin wieder zur Polizei gegangen ist, Wochen später, zum zweiten Mal eine Anzeige gemacht hat, auf dem Rückweg dann angezündet worden ist von diesen Männern. Und das Dorf, aus dem diese Männer kamen, hat dann einen Schulterschluss betrieben, und da haben die Frauen nun wieder gesagt, ihr könnt uns doch nicht unsere Männer wegnehmen und jetzt ins Gefängnis werfen, weil was haben die denn schon gemacht? Das ist wohlgemerkt ein Extrembeispiel, das ist nicht der Alltag in Indien. Das ist aber ein Extrembeispiel, was vielleicht illustriert im Zusammenhang mit dem Fall, den wir vorher gehört haben, auf welcher Ebene wir hier eigentlich miteinander diskutieren und was die Grundlagen sind. Nein, das klingt ja, das klingt so ungeheuerlich, ja, dass man das überhaupt zum einen nachvollziehen sowieso nicht kann.
Aber man kann sich auch schwer vorstellen, dass es in der indischen Öffentlichkeit und Gesellschaft niemanden gibt, der sich darüber empört. Nein, das haben wir auch nie behauptet. Natürlich gibt es große Mengen, die sich darüber empören. Auch Frauen, das haben wir ja ganz zu Beginn schon gesagt, gewinnen ihre Stimme auf allen Ebenen. Mhm. Wir haben im Dorf Bewegungen, wo sich Frauen teilweise bewaffnen. Wir haben in den Städten Bewegungen, die zu großen Demonstrationen führen. Gar keine Frage. Und das ist auch ein Wandel, der sich auch auf anderer Ebene in Fragen der Korruption jetzt bemerkbar macht in Indien. Nur, wir müssen immer unterscheiden zwischen einem Massenphänomen, einer fast institutionalisierten Haltung, in dem Fall gegen Frauen, und dem, was sich jetzt langsam dagegen entwickelt. Natürlich gibt es immer schon Intellektuelle, die sich dagegen aussprechen. Und sie werden auch Politiker en masse finden in Delhi, die natürlich diese Zustände ankreiden. Jetzt kommt nur der springende Punkt. Was machen Sie denn eigentlich dagegen? Und genau da setzen wir halt letztlich ein. Es ist bekannt, Sie können es nachlesen, die Zahlen liegen auf dem Tisch und inzwischen sind sie wissenschaftlich untermauert, wie wir eben gehört haben. Aber was passiert daraufhin? Und es gibt, finde ich, also es sind Zustände wie, also wir wussten über Südafrika, wie es den Schwarzen dort ging, wie grausam deren Situation war. Wir wussten, ich weiß nicht, was es noch, wir wussten früher in Amerika, wie es den Sklaven ging. Aber ich glaube, den Frauen in Indien geht es heute ähnlich. Die brauchen im Grunde eine Befreiungsbewegung, sie brauchen einen kulturellen Wandel, alles und so weiter. Aber sie brauchen Leute, die wirklich aufschreien und das als Gesamt, das ist nicht ihr privates, persönliches Problem da der Frau in Indien. Das ist ein, das betrifft, und es ist eben in einem Maße tödlich, brutal, gewalttätig, dass man genauso wie man die Sklaven geschlagen und verprügelt hat. Nicht? Also, das ist der Grund auch, warum Sie von einem demokratisch legitimierten Völkermord oder wie auch immer sprechen, weil es eben durch die politischen Eliten des Landes nicht verhindert wird. Genau, also, und in deren, mit deren Wissen geschieht. Sie warum? Haben alle Instrumente in diesem Land, um dagegen vorzugehen. Sie haben alle Instrumente und es ist bekannt und es geschieht eben viel zu wenig. Und es gibt doch das Geld. Also ich meine, warum geschieht nichts? Also Sie beschreiben zum Beispiel im Falle dieser Vergewaltigung der jungen Frau Ende 2012 in Delhi, hat sich danach Sonia Gandhi vor die Bewegung gestellt, die Chefin der Kongresspartei, und hat gesagt, große Empathie mit den Opfern, eine furchtbare Tat, aber geschehen ist nichts. Warum nicht? Ein Grund ist sicher die Verachtung, die es gibt in den Eliten für die Betroffenen. Ja, das hat was mit dem Kastensystem zu tun. Es gibt eine große Verachtung gegenüber den Unberührbaren und gegenüber den Ureinwohnern. Das sind die, wenn Sie im Dorf gucken, wie die Viertel aufgebaut sind, dann gibt es immer ein Viertel mit den Unberührbaren, ein Viertel mit den Ureinwohnern und ein paar Brahmanen, die das Ganze leiten. Nicht? Und wo man diesen Leuten, also all das, was Gandhi versucht hat, was Mutter Teresa versucht hat, die Empathie für diese untersten Schichten. Jeder gute Roman über Indien versucht das letztendlich, da Empathie zu zeigen. Diese Empathie ist im Alltag sehr selten zu finden. Die finden Sie auch in Delhi nicht, wo das auf ganz anderem, viel höherem Niveau. Ich habe auch so gewohnt. Wir hatten da in unserer Wohnung in Delhi eigentlich noch so einen Kasten, irgendwie, also so ein kleines Loch dafür. Und da hätten wir eine Angestellte drin einquartieren sollen, nicht können. Nicht? Also sie leben sozusagen in einer Situation, wo sie eigentlich daneben die Bediensteten wie Untermenschen behandeln, nicht auch noch in Delhi. Natürlich machen das manche Familien anders und so weiter. Und trotzdem ist es noch die Regel, dass es so, also für uns unwürdige Verhältnisse sind, wie selbst in den guten Familien die Angestellten leben. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde nochmal gerne ganz kurz zurück zu dem. In dem Fall der Studentin ging es ja nicht darum, es war ja keine Unberührbare, sondern eine Frau aus der unteren Mittelschicht. Mhm. Und es gab eine große Empörung im Land, die gibt es immer noch. Warum schaffen es diejenigen, ich meine, jetzt ist Wahlkampf, ab Sonntag wird gewählt, warum schaffen es diejenigen, die in der Verantwortung sind, jetzt nicht
irgendwas mal grundlegend zu ändern. Das war ja gerade das Problem dieser Geschichte. Das traf eben eine aus der Mittelschicht, sage ich mal. Ja? Und die war nicht das typische Opfer in Indien. Das war eine, die sich schon eigentlich befreit hatte. Die hatte schon Physiotherapie studiert, die ging eben schon in die gleichen Kinos, in die wir in Gili auch gingen. Und die hat es dann an diesem Abend eben so schrecklich erwischt und furcht. Und deswegen war die Aufregung auch sozusagen praktisch auf unserem Niveau. Das ist wie wenn hier eine Vergewaltigung passiert wäre, die besonders furchtbar und wir hätten uns alle darüber aufgeregt. Diese etablierte, aufgeklärte Öffentlichkeit hat sich diesen Fall vorgenommen. Aber der tägliche und massenhafte Mord, der an der Unberührbaren stattfindet, der hat in Indien noch nie wen aufgeregt, nicht? Also, und das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, es kommen verschiedene Aspekte zusammen. Da spielt natürlich rein ein gewisser Gewöhnungsaspekt. Diese Gesellschaft hat über lange Zeit so funktioniert. Sie funktioniert auch weiter so, augenscheinlich. Aus Sicht von vielen Indern zumindest. Es kommt mit rein eine wirtschaftliche Entwicklung. Sie haben immer in Ländern, die auf dem Weg sind, Schwellenländer zu werden oder die man als solche schon bezeichnet, relativ wenig Mitgefühl. Sie haben die Fälle, die Sie alle kennen, die Bilder in Indien, in China, dann, wo man ein Baby auf der Straße findet, was ausgesetzt wurde in der Gosse, wo sich kein Mensch drum kümmert. Ob das nun so stimmt oder nicht, in diesem einzelnen Fall mit dem Foto. Aber sie haben relativ wenig Mitgefühl, weil natürlich viele Menschen auch das Gefühl haben, es sich nicht leisten zu können. Jeder schaut zunächst mal danach, sein eigenes Glück zu machen in dieser Gesellschaft. Und das trifft in Indien auf eine tradierte Situation, wo es einfach Gruppen von Menschen gibt, sie können die als Kasten dann nachher definieren, wie auch immer, die weit, weit zurückbleiben hinter diesen Eliten. Und sie müssen ja gar nicht nur auf Frauen gucken, sie können einfach auch auf Kinder gucken. Welche Kinderarbeit, welche Ausbeutung von Kindern es gibt in Indien. Auch da fehlt jegliches Mitgefühl in weiten Teilen der Gesellschaft, nicht bei allen, aber in weiten Teilen der Gesellschaft, was für uns vollkommen normal wäre. Und so können sie das durchdeklinieren. Es fehlt einfach in weiten Teilen das Verständnis und einige, die entscheiden können, profitieren von der Situation. Also es geht mir auch immer so, immer wieder, dass man, wenn man eingeladen ist, wie gerade bei dieser Hochzeit, da waren Kinder, die waren 7, 8 Jahre, wurden bei der Hochzeit von allen getätschelt und so weiter. Und dann ging ich raus und dann saßen da die Kinder, die den Abfall wegbrachten, alles abwaschen, halb angeschlafen waren und die Leute gehen an denen vorbei, als wären sie nicht existent. Genau. Also es ist eigentlich wirklich, als wenn man es nicht wahrnimmt. Und Million Kinder pro Jahr verschwindet in Indien. Wo bleiben die? Die werden ausgebeutet, in der Regel als Sklavenkinder, sei es in der Prostitution, sei es in Haushalten. Aber womit erklären Sie sich das? Es gibt natürlich einen Grund, der das auch mit erklärt. Es gibt seit Nehru und seit dem Sozialismus in Indien ja doch ein staatliches Wohlfahrtssystem in Indien, was im Grunde jeden Bürger erreichen soll und erreicht in gewisser Weise. Es gibt in jedem Dorf, sozusagen für jedes Dorf einen Lebensmittelladen, wo die im Prinzip ihre Lebensmittelrationen abholen dürfen. Und das sind 35 Kilo Reis pro Monat, die eigentlich jeder Kleinfamilie zustehen, nicht? Und es ist eine Sauerei, dass sich die Politiker in Indien nicht um dieses Lebensmittelvergabesystem kümmern und das auch sozusagen degeneriert ist zu einer absolut korrupten Veranstaltung. Das Einfachste wäre, sich dieses System vorzunehmen, es zu reformieren, es effizient zu machen, da irgendwelche Manager einzusetzen, die funktionieren und es gäbe zumindest nicht mehr diesen elementaren Hunger oder diesen elementaren Kampf um das tägliche Überleben in den niedrigsten Dorffamilien. Das ist ganz, weil Sie sehen den Laden dort. Das wird teilweise als Viehfutter verkauft und nicht den Leuten gegeben. Nicht? Also es ist unmöglich, wie das organisiert ist. Der Zustand dieses eigentlich gut gemeinten sozialistischen Systems. Ne? Also Sie sagen, viel von dem, was eigentlich zur Verteilung bereitgestellt wird, verschwindet. Und im Prinzip sozusagen, dass diese Lebensmittelhilfen teilweise schädlich sind, weil sie die Verantwortung der Einzelnen und das Verantwortungsgefühl der Einzelnen wegnehmen.
Also das habe ich jedenfalls auch oft gehört. Natürlich, warum gehen die Kinder nicht zur Schule? Dann heißt es, sie könnten ja zur Schule gehen. Ja, sie könnten ja Lebensmittel bekommen. Also sozusagen, das hilft dann, die eigene Verantwortung zu negieren. Sie haben ja ein tolles Beispiel mit den Kindern, die zur Schule gehen. Ja. Nur zwei Aspekte dort. Erstens, wenn sie eine vernünftige Schule besuchen wollen, die es kaum gibt auf dem Lande, aber wenn sie denn eine gefunden haben mit einem staatlichen Lehrer, müssen sie ein Bestechungsgeld zahlen, damit ihr Kind ausgebildet wird. Das können sie aber nicht, wenn sie kein Geld haben oder keines verdienen. Zweitens, warum haben wir so viel Neudeutsch-Dropout, die nach der 5., 6. Klasse, oft nach der 4. schon gehen, meistens Mädchen im ganz überwiegenden Fall, weil die Mädchen in die Pubertät kommen, weil die Schulen keine Toiletten besitzen, weil die Mädchen, wenn sie ihre Periode kriegen, aus der Schule rausbleiben, weil sie sich einfach nicht mehr trauen, in diesem Zustand sozusagen in der Pubertät und darüber hinaus noch die Schule zu besuchen. Auch das, da schließt sich wieder ein Kreis. Das ist natürlich in keiner Weise ein organisiertes Verbrechen. Das ist eine Folge einer Gesellschaft, die mit der einen Hälfte dieser Gesellschaft extrem unmenschlich umgeht, ohne dass die Möglichkeiten, die diese Gesellschaft hätte, das zu verhindern, genutzt werden. Und genau da liegt die Problematik. Nochmal, Indien ist nicht insgesamt verarmt. Indien ist auch kein Wildweststaat. Indien hat Gesetze. Ja. Indien hat demokratische Regierungen. Indien hat einen Polizeiapparat. Aber es gibt auch Interessen in dieser Situation. Wenn Sie auf die Lebensmittel zu sprechen kommen, da geht es knallhart um Interessen. Wer diesen Schlüssel zu diesem Speicher hat, der sitzt auf einem Riesenhaufen Geld, um es mal ganz platt zu sagen. Und wenn er das Korn oder das Getreide oder den Reis aus diesem Speicher schwarz verkauft, auch schwarz nach China verkauft oder nach Vietnam oder nach Burma, dann macht er natürlich viel, viel mehr Geld, als wenn er diese Lebensmittel ausgibt an die Armen, die Berechtigungskarten haben. Und wenn Sie Ihre Berechtigungskarte haben und nun da anstehen und diesen Reis haben wollen, dann müssen Sie eben zahlen. Und wenn Sie nicht obendrauf zahlen, kriegen Sie auch keinen. Und genau auch das ist wieder so ein Aspekt für ein verrottetes System. Und Korruption und Bürokratie spielt eine riesige Rolle in diesem Bereich. Da sind wir beim Thema Korruption. Ihr Kapitel heißt, Korruption ist die Luft, die wir atmen. Das hat, glaube ich, ein Aluminiumbrenner in einem Slum gesagt. Ohne das würde es alles nicht funktionieren. Sie sagen, die Ärmsten geben ungefähr 40% und die Mittelklasse 25-30% ihres Einkommens für Bestechungsgelder aus. Das fängt an von der Schule. Wenn Sie eine Gasflasche kaufen wollen, wenn Sie in die Schule wollen, was auch immer, you name it. Alles kostet mehr Geld, als es normalerweise kostet. Und alles muss, das darf man ja nicht vergessen, alles muss von kleinen Einkommen bezahlt werden. Und Korruption trifft immer die Ärmeren mehr als diejenigen, die etwas haben. Denn die Ärmeren geben anteilig gerechnet wesentlich mehr Geld für Korruption aus. Sie können gar nicht anders. Wenn sie Schulbildung wollen, wenn sie Nahrung haben wollen, dann ist der Anteil ihres zur Verfügung stehenden Geldes, was in Korruption fließt, höher, als wenn jemand eben mehr Geld hat. Und genau da liegt die Problematik. Dadurch kommen diese hohen Prozentsätze zustande. Warum gibt es keine Chance, dagegen vorzugehen? Es gibt Chancen, dagegen vorzugehen. Wir haben ja im Augenblick auch eine Partei, die gerade entsteht, die sich genau das auf die Fahnen geschrieben hat, den Kampf gegen Korruption, die auch zumindest in den Metropolen, insbesondere in Delhi, Zuspruch findet. Aber es ist natürlich extrem schwer, denn es gibt Menschen, die von Korruption profitieren. Genau das ist das Problem. Sie haben eine uferlose Bürokratie in Indien und jeder, der in dieser Bürokratie in irgendeiner Form arbeitet, finanziert sich natürlich nicht nur über das Einkommen, was er generiert, was oft monatelang gar nicht gezahlt wird, sondern auch über die Möglichkeit, neben diesem Einkommen Geld zu verdienen. Ein Beispiel, Sie zahlen bei der Polizei zunächst mal einen Aufschlag, um einen Job zu kriegen, um morgens an einer belebten Kreuzung zu stehen. Das ist eine Kreuzung, wo viel Verkehr ist, im Berufsverkehr, und das bringt Ihnen Einkommen, denn dort können Sie entsprechend Autos oder Motorräder, was auch immer, anhalten und die Hand aufhalten und kassieren. Aber um diesen Job zu kriegen, der so einbringlich ist, müssen Sie den Mann, der über Ihnen sitzt, halt zunächst mal bestechen. Und so dekliniert sich das durch. Und da haben Sie ein ähnliches Phänomen in Indonesien, auch in Teilen Chinas. Das ist nicht indienspezifisch, aber in Indien ist es extrem verbreitet und aufgrund der Armut der Gesellschaft ein extremes Problem. Liegt es daran, dass die Beamten, Lehrer, Polizisten nicht genug verdienen? Natürlich ist das ein Aspekt, aber es liegt natürlich auch daran, das ist keine Schuldzuweisung gegen irgendjemand, das ist schlicht und ergreifend eine Erklärung. Es ist eine Gesellschaft, wie viele Schwellenländer, die in kurzer Zeit in bestimmten Bereichen sehr, sehr viel Wohlstand gebracht hat. Wir haben ein Wachstum, Wirtschaftswachstum gehabt, das war zweistellig über Jahre. Und da sehen Sie natürlich, wie Shopping-Malls entstehen, wie Kleinautos gekauft werden, wie Motorräder gekauft werden, etc., etc. Das weckt Begierde, die ich durchaus verstehen kann. Und wenn es kaum sanktioniert ist, zusätzliches Geld zu verdienen, dann tun Sie es halt einfach auch.
Und wenn es nicht nur nicht sanktioniert ist, sondern wenn es der Nachbar oder der Beamte im Nebenzimmer oder vor allem der Beamte über mir auch tut, dann fällt es natürlich noch leichter, weil irgendwann ist es ein relativ normales Verhalten und ich bin einfach, mit Verlaub, blöde, wenn ich diese Chancen liegen lasse. Wenn man sich das im Alltag anguckt, dann denkt man ja noch, es geht um einen überschaubaren Betrag von Rupien. Aber Sie erzählen, dass dieses Schwarzgeld, also dieses eingenommene Geld sozusagen gewaschen wird am Ende in der Schweiz, wenn ich es richtig verstanden habe, bringen Inder die größten Bargeldbeträge, die auf Schweizer Konten eingezahlt werden. Gab's. Also jetzt wollen wir mal ehrlich sagen, dass wir diese Zahlen alle nicht kennen, denn es ist Schwarzgeld. Aber sie stehen da drin. Ja, ich bin auch erst beim Komma angekommen. Es gibt aber sehr, sehr gute Schätzungen, die nicht von ungefähr kommen. Denn Sie sehen natürlich auch, was reinvestiert wird aus dem Ausland, gerade zum Beispiel aus Mauritius, wieder nach Indien von Indern, die zuvor augenscheinlich dort Konten haben, die mindestens 6, wenn nicht 7 oder 8-stellig waren. So, und die Folge davon ist, dass man daraus zurückrechnen kann. Aber wir wissen es natürlich nicht genau, weil es auch in der Schweiz immer noch zumindest eine Art ja augenscheinlich von Bankgeheimnis gibt. Singapur wird da immer wichtiger, weil dort gibt es ein Bankgeheimnis, was sie nicht knacken können. Fakt ist, dass jeder in Indien den Spruch kennt, dass natürlich die Unternehmer alle so stark in Davos beim Weltwirtschaftsforum auftreten, weil ihnen das die Chance gibt, dann nach Davos zu reisen mit einem gefüllten Koffer voll Geld und mit einem leeren zurückzukommen. Das ist ein Riesenproblem. Und alle Parteien im jetzigen Wahlkampf und im vorherigen schreiben sich auf die Fahnen, das Schwarzgeld zurückzuholen. Getan hat es keiner. Und wenn Sie mit den Schweizer Behörden sprechen, kriegen Sie zur Antwort, es ist von den Indern bis heute niemals ein Antrag eingegangen, überhaupt beim Schweizer Finanzministerium, diese Konten offenzulegen. Okay. Ich meine, wir haben alle gehofft, dass mit ausländischen Investitionen, sich in Indien etwas ändern würde und dass sich dort das System auch etwas sozusagen der Globalisierung anpassen würde. Das Verrückte ist, dass wenn heute Leute gegen die Korruption offenbar wieder wirklich was in Gang kommt, kommt es jetzt wieder von unten mit einer sozusagen von einem Dorfpolitiker inszenierten Basisbewegung. Dieser Anna Hazare, der im Stil Gandhis auf die Straßen geht und sagt, versammelt euch, macht Sitzstreikte, er selbst hat gefastet und so weiter. Also diese alten Gandhi-Methoden wieder aufzuwärmen, versucht, damit irgendwie etwas geschieht. Nicht? Aber das zeigt natürlich auch, wie groß die Verzweiflung ist und wie alle Systematik der Entwicklung eben nicht geholfen hat, nicht die Korruption zu bekämpfen. Und die Partei, das ist die Aam-Aadmi-Partei. Das ist dann die Folge dieser Bewegung gewesen. Nicht? Genau, der Kejriwal, der sich dann sozusagen da... Genau. Nicht? Also vielleicht erzählen Sie nochmal, beschreiben Sie nochmal ganz kurz sozusagen diese neue, für diejenigen, die das nicht so aktuell verfolgt haben. Es gab vor 2 Jahren in Delhi, das war 2012, nicht? Oder wann? Oder 2011? Ende 11. Nicht? Also wirklich da kamen aus dem ganzen Land arme Bauern nach Delhi gepilgert, weil da der eine Dorf, selbsternannte Dorfbürgermeister aus einem Ort nahe Mumbais auf einer Bühne saß mit einem Gandhi-Porträt dahinter und fastete und sagte, solange bis ihr nicht ein neues Gesetz durchs Parlament bringt, das eben die Korruption bekämpft weiter und bestimmte Maßstäbe neu für die Abgeordneten auch setzt, gehe ich hier nicht weg. Und das wurde durch die Medien dann auch, aber wirklich durch ärmste Leute, die nach Delhi auch pilgerten und sich dem Protest anschlossen, bekam das eine neue Glaubwürdigkeit, die dann später zu einer Gründung einer Partei führten, die jetzt in Delhi bei den Stadtwahlen im letzten Jahr antrat und auf einmal 30% von 0 auf 30% der Stimmen kam. Der Vizepräsident ist ein guter Freund von mir, der hat hier war am Wissenschaftskolleg in Berlin, hat die Geschichte der Grünen studiert und versucht das jetzt so ein bisschen. Die orientieren sich so ein bisschen an der Basisdemokratie der Grünen. Grünen die Partei damals hier in Deutschland auf, wie habt ihr das geschafft und so weiter. Der kandidiert jetzt auch bei den Wahlen. Die hatten also, und die wurden ja dann sogar, übernahmen die Stadtregierung in Delhi. Und erst hatte die Kongresspartei wollte sie tolerieren, dann haben sie auch dort ein Antikorruptionsgesetz eingeführt. Dann
dann waren auf einmal wieder alle anderen gegen sie und dann haben sie die Regierung wieder hingeschmissen. Nicht? Also wo sie auch merken, die arbeiten an Punkten, wo das Interesse dann wirklich der Etablierten so groß ist, dass sie dann nicht mehr so ein Gesetz neu verabschieden, wo man eigentlich in Indien weiß, dass die Gesetze nichts bewirken hinterher. Nicht? Aber das hat natürlich schon was bewirkt. Ja. Das führte dazu, dieser Parteichef, der Kejriwal, gerierte sich eben auch als jemand, der mit dem Volk lebt. Nicht nur von der Kleidung her, immer Sandalen und dicke Strümpfe und einen Schal um den Kopf, sondern letztlich hat er auch auf Luxus verzichtet. Er hat eben nicht die Villa seiner Vorgängerin bezogen in Delhi und so weiter und so weiter. Ja. Das führte dann dazu, dass wir plötzlich andere Ministerpräsidenten hatten in Indien, die ebenfalls verzichtet haben darauf, 20 Autos für eine Kolonne zu nehmen, sondern in einem kleinen Wagen gekommen sind etc., um eben diesem Trend zu folgen. Ja. Und Kejriwal ist jemand, der jetzt auch weit über das Bestechungsthema hinausgeht und zum Beispiel, das kommt ja gleich auch noch in dem Buch, vorgeht oder in Frage stellt zumindest, wie Indien regiert werden kann, wenn so viele Menschen im Parlament sitzen, die ein Strafverfahren anhängig haben. Genau, also auch das erfordert die Offenlegung. Genau, das ist die Frage. Warum ist er mit dem Gesetz in Delhi nicht durchgekommen, glaube ich? Er ist auf Bundesebene oder auf Landesebene mit dem Antikorruptionsgesetz hatten die ja Erfolg. Mhm. Aber in Delhi haben dann die etablierten Parteien nicht mitgemacht. Warum haben die nicht mitgemacht? Sie haben nicht mitgemacht, würde ich jetzt mal ganz, ganz forsch behaupten, weil es ihnen selber an den Kragen geht. Das sind immer die Punkte, dass die Leute natürlich versuchen, ihre eigenen Pfründe zu sichern. Und Sie haben ja ein noch knackigeres Beispiel, wenn Sie so wollen. Es war eben der Versuch, ein Gesetz einzubringen, was dazu geführt hätte, dass alle Leute, die Strafverfahren anhängig haben, aus dem Parlament zunächst mal ausziehen müssen. Für uns ein normales Verhältnis, eigentlich ein normales Vorgehen, wenn die Immunität aufgehoben wird. Das hat die Regierungspartei verhindert, dass dieses Gesetz kommt. Dann kam Herr Gandhi. Bei wie vielen Abgeordneten ist denn ein Strafverfahren? Naja gut, auch darüber gibt es Streitereien, ob Sie auf Bundes- oder auf Landesebene schauen. Aber es ist eine immense Zahl, weit über 30%. Es waren über 150 von 450. Ja. Etwas mehr sogar, ja. Mhm. Genau. Und auf Landesebene ist es teilweise noch mehr. Mhm. So, das hat die Regierungspartei verhindert, wohl aus gutem Grund, sage ich jetzt mal. Und dann musste Herr Gandhi, der eben jetzt möglicherweise der nächste Ministerpräsident werden könnte, der musste eingreifen und sagen, so genau, so geht es nicht. Wenn wir das jetzt verhindern, dann machen wir uns für immer unmöglich bei unserem Wahlvolk. Also da sieht man schon, wie fest diese Strukturen auch sind. Damit sind wir quasi schon bei den Wahlen angelangt. Ich würde gerne nochmal, bevor wir gleich nochmal aktuell auf die aktuelle Lage gucken, zu den deutschen Firmen. Sie hatten es eben angesprochen. Eigentlich hat man sich ja erhofft, boomende Wirtschaft, Goldgräberstimmung, viele ausländische Investoren im Land und die werden auch in Sachen Arbeitszeiten, Arbeitsregulierung und so weiter eine Menge bewirken. Jetzt sind die auch zum Teil gekommen und was ist denen dann passiert? Naja, ich meine, die haben natürlich schon was bewirkt. So ist das nicht. Sie sind aber auch sehr häufig vor die Wand gelaufen. Wir haben zum einen deutsche Unternehmen, aber auch andere ausländische Unternehmen, die seit Jahrzehnten dort sind. Siemens, Bosch etc. Die dort schwimmen wie der Fisch im Wasser letztendlich. Wir haben Newcomer wie Volkswagen. Und nur um ein Beispiel zu nennen, Volkswagen hat für über eine Milliarde Euro dort eine Fabrik gebaut, um Kleinwagen herzustellen etc. Und Teil, Sie müssen sich vorstellen, ist eine Automobilfabrik, wo also enorme Mengen an Material rein und rausgehen. Und Teil des Abkommens war vollkommen selbstverständlich, dass sie einen Anschluss an eine Eisenbahnlinie bekommen. Ich glaube, es hat 7 Jahre gedauert, bis das dann soweit war, weil Volkswagen sich in dem Fall geweigert hat, Bestechungsgelder zu zahlen. Und so geht das in einem fort. Auch den Deutschen, auch die Deutschen sind natürlich wie alle anderen damit konfrontiert, zu zahlen in vielen Fällen. Manche tun das nicht. Und wenn sie es nicht tun, dann müssen sie halt akzeptieren, dass ihnen Aufträge durch die Lappen gehen. Gerade im Infrastrukturbereich, wo sie antreten, auch gegen indische Mitbewerber. Und das ist eine problematische Situation, weil als Indien-Chef stehen sie natürlich unter dem Druck eines Vorstandes. Sie haben heute entsprechend der Corporate Governance unterschrieben, dass sie nichts Ungesetzliches tun, dass sie nicht bestechen etc. etc. Die Inder fordern dies zu teilen, gerade im Infrastrukturbereich in enormen Höhen. Und jetzt sitzen sie da. Entweder sie machen, ich spitze es etwas zu, entweder sie machen kein Geschäft oder sie verstoßen gegen alle Regeln und gefährden sich selber. Sobald das rauskommt, sind sie der Erste, der natürlich gefeuert werden wird. Und das ist eine Situation, mit der sie als Indien-Chef kaum umgehen können. Dann gibt es noch das Problem mit den Patentrechten, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Da gibt es einmal sogar einen norddeutschen Windkraftanlagenhersteller. Enercon.
Das ist ein Riesenproblem. Auf verschiedenen Ebenen müssen wir sehr intensiv diskutieren. Sie haben auf der einen Ebene das Problem mit Patenten in der Pharmaindustrie, wo Indien sich kurz gefasst auf den Standpunkt stellt, wir wollen Menschenleben retten, was auch natürlich aller Ehren wert ist. Und deswegen können wir Nachahmerprodukte machen. Wir sind dazu in der Lage, das zu tun. Indien hat sehr fähige Hersteller von Generika. Und deswegen nehmen wir eben diese Patente letztendlich nicht ernst, sondern produzieren preiswertere Medizin, wenn ihr Hersteller sie uns nicht anbieten wollt. Problem aus Sicht der herstellenden Industrie ist natürlich, dass sie dann, wenn das jedes Land macht, was Entwicklungs- oder Schwellenland ist, was arme Bevölkerung hat, keine neuen Pharma-Mittel mehr produzieren, keine neuen Arzneimittel mehr produzieren, weil sie schlichtes Geld nicht verdienen können. Oder sie bringen nach Indien nur noch Produkte, die billig sind, die zweitrangig sind und lassen dann eben eine Krebstherapie, die extrem teuer ist, das ist das Beispiel Bayer in diesem Fall, lassen sie außen vor, denn wer das bezahlen kann, der kann auch nach Singapur fliegen von Indien und sich dort behandeln lassen. Darüber kann man sicherlich diskutieren, wie weit ist das einem Menschen, verlangt eine Menschlichkeit, solche Patente zu brechen. Aber wir haben eben auch eine weltweite Patentordnung. So, und das andere Beispiel, auf das Sie jetzt abgehoben haben, Enercon, da gibt es aber auch sehr viele andere, ist das Beispiel, wo Patente bewusst gestohlen werden. Also nicht staatlich erlaubt, wie in Maßen in der Arzneimittelindustrie, sondern schlicht von Verbrechern, anders kann man das nicht bezeichnen, gestohlen werden. Bei Enercon ist das so geschehen und da gibt es zwei Probleme. Der Enercon-Partner in Indien arbeitet immer noch unter diesem Unternehmensnamen. Und wenn Sie nun ein Patent stehlen und das vielleicht sogar dann in billiger Ausfertigung, da geht es um Windräder, in billiger Ausfertigung nachahmen und diesem Windrad geschieht etwas und es kommen Menschen zuleide, dann haben Sie natürlich das Problem, dass Sie immer unter diesem Patent von Enercon, um bei dem Beispiel zu bleiben, segeln, aber nicht die Qualität haben. Wir kennen das selber aus China mit Bosch, wo enorme Mengen an Autoteilen einfach nachgebaut werden, in minderer Qualität, kommt es zum Unfall. Steht da eine Bosch-Bremse, hat nicht funktioniert, untersucht man, stellt man fest, diese Bremse sieht aus wie Bosch, aber sie ist nicht von Bosch. Und da liegt eben auch ein Riesenproblem. Und natürlich wird den Firmen Umsatz und Gewinn gestohlen, das ist gar keine Frage. Das heißt, im Prinzip wird in Zukunft nicht mehr ein großer Investitionsschub zu erwarten sein? Oder? Nein, das heißt es nicht. Denn auf der anderen Seite dieser Waagschale stehen natürlich, Pi mal Daumen, je nachdem, wie Sie rechnen. 200 Millionen Menschen in der Mittelschicht, das können auch bald deutlich mehr sein. Firmen können sich das überhaupt nicht leisten und sollten sich das auch keinesfalls leisten, Indien links liegen zu lassen. Das heißt nur, dass die Unternehmensführer, die Manager, die auch Einfluss haben, denn sie schaffen Arbeitsplätze, natürlich noch viel deutlicher ihr Recht fordern müssen. Und auch das ist eben eine Idee dieses Buches, dass auch die allmählich relativ deutlich Farbe bekennen, weil unter diesen Zuständen leiden alle. Und wir schildern das ja auch an einer Stelle, wir können uns gut an Jahre erinnern, wo man das so abends nach dem dritten Bier mit einem Manager, den man gut kannte, mit dem man fast befreundet war, in der Hotelbar besprechen konnte. Dann kam die Phase, wo größere Unternehmen, die eben unter diesem Patentklau litten, uns zu Hintergrundgesprächen eingeladen haben und das da berichtet haben, mit der Maßgabe, es nicht zu schreiben, weil sie Angst hatten vor Sanktionen. Und heute sind wir in einem Stadium angekommen, wo relativ offen über diese Problematik geredet wird, ganz einfach, weil es so nicht weitergeht. Aber man kann das Land nicht links liegen lassen mit einer Bevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen. Welche Verantwortung haben denn eigentlich ausländische Unternehmen, die jetzt mit ganz anderen Rechtsstaatsmaßstäben dorthin gehen? Welche Verantwortung haben die auch für Armut, für Frauen, für all das, was Sie ansprechen? Natürlich eine enorme aus unserer Sicht. Denn, aber sie erfüllen sie natürlich auch innerhalb ihrer Fabrikmauern. Tun sie das? Ich denke, das tun sie in der Mehrheit. Wir haben immer wieder Ausreißer. Nach unten, sicherlich im Textilbereich. Sobald das offengelegt wird, entsteht eine Wanderungsbewegung. Das konnten Sie in Tirupur, in Tamil Nadu, sehr deutlich nachverfolgen. Als zum ersten Mal über die Probleme dort im Süden in der Textilindustrie berichtet worden ist, sind große Hersteller, namhafte Hersteller, abgewandert nach Bangladesch, weil zu diesem Zeitpunkt war von den Problemen in Bangladesch wenig die Rede. Dann stürzt das Fabrikgebäude ein, es kam vorher zu diesen zwei großen verheerenden Bränden in Bangladesch und heute sagt man dann in Südindien, klasse, die kommen alle wieder zurück, weil wenn heute in Bangladesch produziert wird, dann haben sie schon Makel als Hersteller. Dass die zurückkommen, ist natürlich zunächst mal eine gute Nachricht, denn Indien braucht diese Arbeitsplätze dringend, dringend. Mhm. Nur wie sie sich dann verhalten, ist eben die Frage. Und da gibt es eine Menge schwarzer Schafe und es gibt eine Menge, die vernünftig arbeiten. Wie weit das auf das Land abstrahlt, ist eine ganz andere Frage, denn Sie wissen das, dieses Land ist riesig und Sie haben ganz viele Ecken, wo wenig passiert. Denn die Industrie konzentriert sich auf wenige Flecken, die Sie letztlich an fünf Fingern abzählen können. Und dort sieht es auch ein bisschen anders aus als in den anderen Ecken des Landes.
Wir haben noch etwa 10 Minuten nur so für Ihr Zeitgefühl und unseres. Deswegen würde ich jetzt gerne am Ende noch mal 3 wichtige Sachen ansprechen. Und zwar, Sie sagen in dem Buch, der nächste Krieg in Asien wird womöglich ums Wasser gehen. Warum ist Wasser so ein großes Thema? Weil es so viele Menschen davon abhängen, um zu überleben, und es natürlich jeder Bauer kämpft um wie viel Wasser er bekommen kann für die Bewässerung seiner Felder. Das ist sozusagen sein Überleben. Wie lange kann ich die Pumpe? Es geht oft darum, wie lange er die Pumpe betreiben kann, mit der er Wasser auf seine Felder pumpen kann. Davon hängt seine Ernte ab. Durch den Klimawandel, wir wissen alle, was im Himalaya da im Gange ist, die Gletscher, die abschmelzen und so weiter, dass die ganzen Quellen der großen Flüsse auch sozusagen bis nach China reichen, vor allen Dingen der Brahmaputra, und dass sozusagen dann China und Indien gemeinsam diese Flüsse verwalten müssen. Das tun sie ja auch bisher. Gibt es da Absprachen zwischen beiden Ländern, wo ein Staudamm gebaut werden darf und wo nicht? Also im Augenblick läuft das noch relativ gut. Nur ist das, es gab 2009 das erste Mal seit längerem wieder, dass der Monsunregen eben ausblieb. Und dann ist sofort ganz Nordindien in riesigen Problemen, nicht? Also wo es eh schon Nahrungsmangel für 60-70% der Bevölkerung in einem Maße herrscht, dass es die eigene Existenz bedroht, dann wird dieser Mangel auf einmal sofort zu einer drohenden Katastrophe für das Land. Nicht? Also, und der Monsun ist eben ein so ganz besonders klimawandelanfälliges Regensystem. Da brauchst nicht viel, nicht einer großen Veränderung, damit der ausbleibt. Sie haben, das Wasser ist so wichtig, deswegen lassen Sie mich nur einen kurzen Satz dazu sagen. Drei Probleme. Erstens, 60% der Inder hängen von der Landwirtschaft ab und die fußt auf Wasser. Zweitens, China, Jörg Blume hat es gerade angesprochen, China verwaltet über das annektierte Tibet letztendlich die meisten Quellen der Flüsse, die nach Indien reinfließen. China war Kriegsgegner von Indien. China ist bis heute sicherlich kein Nachbarland, was große Sympathie in Indien hat. Und China kann, um es jetzt auch mal wieder als Schlagzeile zu formulieren, wenn es denn wollte, Indien den Wasserhahn abdrehen. Und darüber sind die Inder in tiefster Sorge. Und drittens Vernachlässigung, denn Landwirtschaft ist ein Thema, was auch in Indien nicht sonderlich sexy ist. Und die Folge davon ist, dass die gesamte Politik sich auf moderne Industrie stürzt, auf den Ausbau Bangalores und der IT-Industrie. Das ist richtig knackig. Die Inder haben versucht, die zweite Stufe, sozusagen die industrielle Revolution, zu überspringen und hatten dann Landwirtschaft und IT. Und die Landwirtschaft ist ein Thema, was wahnsinnig komplex ist, was aber eben einen Bereich betrifft, der um 2,5% im Jahr wächst. Und das ist viel zu wenig, um dieses Volk auf Dauer zu ernähren. Es interessiert sich nur keiner richtig dafür. 18% habe ich bei Ihnen gelesen, der Weltbevölkerung leben in Indien, und das Land verfügt nur über 4% der Wasserressourcen. Und das kann man sich sozusagen auch bei den Temperaturen dort vorstellen, wie verheerend das Ganze ist. Und interessant fand ich auch, wie viel Wasser denn überhaupt im Wassermanagementsystem und im Transport, ich meine, man sieht es ja in Indien, wenn man da ist, wie viel aus einem Hydranten überall rausfließt. Also es kommt offenbar sehr wenig von dem, was denn überhaupt da ist, an. Was Ihnen bleibt als Armer in einem Slum, ist Wasser zu klauen. Sie kriegen es nicht anders. Sie brauchen Wasser, ganz ohne Frage. Und sie versuchen Strom zu klauen und sie klauen Wasser. Wenn Sie die großen Pipelines sehen, die durch Bombay fließen, die werden alle abgezapft. Weil die Leute brauchen halt Frischwasser, und da die Versorgung nicht staatlich organisiert ist, nehmen sie sich. Ich würde jetzt zum Schluss noch mal einmal ganz kurz auf das Thema Wahlen kommen, weil jetzt haben wir eigentlich gehört, dass es unhaltbare Zustände sind, dass es wahnsinnig viel gibt, über das man sich empören muss, empören kann, streiten muss. Und man wundert sich, dass doch sehr wenig von dem Streit innerhalb der indischen Politik nach draußen dringt. Es klingt also viel mehr, als aus China an Konflikten
auf parlamentarischer Ebene dringt da nicht nach draußen. Das wundert einen doch so ein bisschen, dass da erstaunlich wenig gestritten wird. Jetzt sind Parlamentswahlen, es wird eine neue Regierung geben. Ab Sonntag sind 816 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das ist eine so unglaublich große Zahl. Das ist mehr als alle, die jemals in Brasilien, in den USA zusammen gewählt haben. Also, und das dauert bis Mitte Mai. 16. Mai wird der neue. Dann wird erst das Ergebnis feststehen. Jetzt gibt es, wir haben es eben schon gehört, die Aam Aadmi-Partei. Aam Aadmi heißt der einfache Mann, also die Partei, die gegen die Korruption kämpft. Mhm. Und dann gibt es die beiden Klassiker BJP, da ist es Herr Modi, und die Kongresspartei, wo der Kronprinz Rahul Gandhi jetzt als großer Hoffnungsträger gilt. Vielleicht, Sie skizzieren sozusagen Porträts dieser drei Parteien, vielleicht nur ganz in kurz. Was sind so die Charakteristika der beiden Antagonisten in diesem Fall? Also Herr Gandhi und Herr Modi. Fang du mit Gandhi an, mache ich Herrn Modi, oder andersrum? Gandhi vertritt natürlich schon das große Erbe der Kongresspartei, von Nehru, seine Mutter ist jetzt war die letzten Jahre die mächtigste Frau Indiens, und er hat sozusagen traditionell auf seiner Seite die ganzen brahmanischen Dorfvorsteher, die sozusagen in der Regel früher dafür gesorgt haben, dass dann das ganze Dorf Kongresspartei wählte, nicht? Also das war so eine Art Feudalismus innerhalb der Demokratie. Man machte sich sozusagen die Mächtigen im Dorf gefügsam, und die organisierten dann die große Masse der Wählerstimmen. Dann ist einfach der, sie glauben gar nicht, wie viele Inder, auch der untersten Schichten, glauben, dass Gandhi verwandt ist mit Mahatma Gandhi. Nicht? Das wissen Sie ja vielleicht auch nicht alle. Also, dann erklären Sie es doch mal, Herr Blume. Ja, also wie sozusagen Nehrus Schachzug war es sozusagen, also da oder Indira Gandhis Schachzug war es, einen Gandhi zu heiraten. Nicht? Weil sie an den Mythos des Gründer glauben und der ihnen Gutes gebracht hat, der dieses Land geschaffen hat, das stimmt, habe ich sehr oft erlebt, nicht? Gehen Sie nach Uttar Pradesh, gehen Sie nach Uttar Pradesh, gehen Sie in die Dörfer, wo heute Sonia Gandhi Abgeordnete des Parlaments für die Wahlkreise ist, nicht? Und wo die Familie gut kennen eigentlich, weil sie ist ihnen dort sehr nah, nicht? Gehen Sie dorthin und fragen Sie die Leute genau nach den Familienverhältnissen und ob die da von Nehru oder von Gandhi kommen, nicht? Wir öffnen das gleich nochmal zum Publikum. Vielleicht können wir dann alles nochmal gesammelt. Die haben ja, also Gandhi und der Name hat sozusagen ja in den letzten 2004 und 2009 hat ja nochmal für riesige Wahlsiege gesorgt, nicht? Und das. Wie ist Ihre Prognose? Wird Herr Gandhi es schaffen? Ich traue diesen, jetzt sagt man immer, der ist der sichere Verlierer. Der war schon 2005, war die Mutter die sichere Verliererin. Und man weiß nicht, wie viel Rückhalt er noch in den armen Schichten hat. Und man weiß zum Beispiel im Augenblick auch nicht richtig, wie gut dieses Arbeitsbeschaffungsprogramm, das große Programm von Sonia Gandhi 2005 war ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Armen auf dem Lande. Eine Grega heißt das, also wo die sozusagen Bauarbeiten machen und der Staat richtig zentral bezahlt das, nicht die Bundesstaaten. Wenn sie es in den letzten Monaten die Kongresspartei geschafft hat, dieses Arbeitsbeschaffungspartei zu remobilisieren und den Leuten, das weiß keiner, und den Leuten Arbeit gegeben hat, dann wählen die jetzt, dann ist völlig egal, was die Medien über Modi erzählen. Das kriegen die überhaupt nicht mit. Deswegen ist es so schwer, die Niederlage dieser Partei schon als gegeben zu sehen. Umfragen kann man da nicht trauen, nicht? Also
Da gucken wir jetzt mal auf Herrn Moody. Ich will nur ganz kurz, Sie schreiben in Ihrem Buch ein Beispiel, was ich sehr eindrücklich fand. Es ging um eine arme Familie. Ich glaube, auch da waren die Mädchen unterernährt. Und es wird beschrieben, wie die Mutter die besten Kleidungsstücke aus dem Schrank holt, die Armut verdeckt, das Kind ganz schön anzieht, weil man weiß, heute kommt Herr Gandhi ins Dorf. Ja. Und sie gehen alle dahin und sie bauen sich auf und sie fragen sie, warum sind sie da? Und sie sagt, weil ein Gandhi kommt. Hm. Und dann jubeln sie alle und sie fragen sie danach, glauben sie denn, dass der was verändern wird? Nein. Aber so haben wir es immer schon gemacht. Ja, Und das fand ich sehr schön und sehr illustrativ, das Beispiel. Herr Moody ist eine sehr streitbare Figur, eine Figur, mit der, wenn ich es richtig gelesen habe, in der EU immer noch nicht einreisen darf, auch nicht in den Vereinigten Staaten. Und Sie erzählen uns, warum. Das ist der Gegenentwurf. Wenn Sie sagen, Herr Gandhi arbeitet sehr, sehr stark mit Subventionen, mit Arbeitsbeschaffungsprogrammen etc. etc., dann ist, und damit ist er der Kandidat letztlich der Armen, dann ist Herr Modi ganz ohne Zweifel der Kandidat der Mittelschicht, der Unternehmer, der Wirtschaftselite des Landes. Warum ist er das? Nun, weil er in Gujarat schon seit 12 Jahren Regierungschef ist, in dem Bundesstaat dort, und so sagen es manche, das Wunder von Gujarat geschaffen habe. Ob das wirklich ein Wunder ist, darf man bestreiten, aber man kann nicht bestreiten, dass Gujarat im Konzert dieser verschiedenen Bundesländer sehr, sehr gut aussieht. In vielen Daten, wenn man sie vergleicht. Das ist Modi gelungen, ganz ohne Frage. Aber er hat zwei sehr große Probleme. Erstens, er ist ein religiöser Kandidat, wenn Sie so wollen. Denn er ist groß geworden im RSS, in der hindu-nationalistischen Bewegung. Er wird von ihr massiv gefördert. Und zweitens, er hat, wenn man es auf Deutsch sagt, Dreck am Stecken, um es mal vorsichtig auszudrücken, denn er ist zumindest politisch verantwortlich für ein großes Massaker 2002 an Muslimen. Das heißt erstens, es droht, wenn er denn in führende Position kommt, eine Spaltung der indischen Gesellschaft, denn wir haben eine große Anzahl von Muslimen dort und die haben ihm das nicht vergessen und die werden ihm das auch nicht vergessen. Und zweitens, wir wissen natürlich überhaupt nicht, ob dieser Mann in der Lage sein wird, das Modell, was er in Gujarat in Ansätzen geschaffen hat, auf Bundesebene umzusetzen. Denn drittens, er wird wahrscheinlich nicht ohne Koalition regieren können. Und dann wird er erst mal merken, unter welches Feuer er dort kommt, zumal in einem so föderalen System wie in Indien. Also, wenn Sie mich nach der Prognose fragen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Modi gewinnt. Ich halte es aber für sehr fraglich, dass das, was zum Beispiel derzeit an der indischen Börse passiert, neue Höchststände von Tag zu Tag, weil alle schon den Wahlsieg von Herrn Modi feiern, dass sich das wirklich nachher rechtfertigt. Denn selbst wenn er gewinnt, wird er riesige Probleme haben. Und auf internationaler Bühne kennen wir ihn überhaupt nicht, weil er weitgehend geächtet ist durch seine Beteiligung in welcher Form auch immer an dem genannten Massaker. Bevor wir jetzt zu Fragen an Sie von Ihnen öffnen. Noch eine Frage, welche Chancen hat die Aam Aadmi Partei? Die hat sicherlich Chancen, soweit wir das bis jetzt sehen, hauptsächlich in Metropolen. Sie könnte ein gewisses Zünglein an der Waage sein, schwer vorherzusagen, wie diese Koalitionsbildung nachher ausfällt. Sie ist aber in der Gesellschaft ein Faktor, der interessant ist, allerdings sicherlich überbewertet durch alle, da will ich uns gar nicht ausnehmen, durch alle ausländischen Medien. Wenn Sie in Südindien mit der AAP kommen, guckt sie jeder an wie Bahnhof, weil keine Ahnung hat, wer diese Partei ist und wer Herr Kejriwal ist. Nein, in Delhi weiß es jeder und sie wird sicherlich Einfluss ausüben, alleine durch ihr unkonventionelles Verhalten, dass sie Finger in verschiedene Wunden legt. Ich habe ja eben das Beispiel genannt, welche Folgen das jetzt schon hat, dass sich eben andere anpassen an diese neuen Sitten. Und wenn es so eine Grassroots-Bewegung ist. Mir sagte eine indische Kollegin gerade wieder heute, die Partei hat keine Chance, denn sie hat kein Geld. Und sie Ja, aber das ist eben die Frage, ob sich nicht doch die Massen von unten irgendwann mobilisieren lassen. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Dieses Buch, sprechen wir gleich noch drüber, wie es sozusagen noch ganz kurz über die Berichterstattung. Aber erstmal würde ich jetzt gerne für die Fragen aus dem Publikum öffnen. Ich habe gesehen, es gab viele Handzeichen eben schon und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Bestimmt auch ein. Da hinten ist Frau Schulz ist schon, ist mit schon dem jemand. Unterwegs. Ja. Dann fangen wir mal hier. Warten Sie bitte das Mikrofon bei Ihnen. Ich komme aus Uttar Pradesh. Deshalb meine Aussage, dass das, was Sie gesagt haben, dass wir der Gandhi, wenn das Gandhi-Familie ins Wahlkampf in Uttar Pradesh kommt, dass die Menschen, sage ich, anders reagieren.
als die anderen. In Uttar Pradesh hat Kongresspartei, wissen Sie, wie viele Abgeordnete die im Parlament jetzt im Moment hat und wie viel zu erwarten sind? Die Kongresspartei Abgeordnete in Uttar Pradesh. Ja, die hat im Augenblick ganz wenig. Die haben 10% der Stimmen beim letzten, bei den Regionalwahlen gewonnen, und, nicht so ungefähr. Und sie haben aber sie waren eben lange, die ganz lange bis Anfang der 80er Jahre die dominierende Partei dort. Ja, ganz bestimmt, aber Sie wissen, dass das seit 3 letzten Wahlen in Uttar Pradesh die Kongresspartei eine sehr, sehr in Minderheit geratene Partei ist. Und dieser ganze Vortrag von Ihnen, ich finde, dass so 95% stimmt alles, was Sie gesagt haben, aber Sie insgesamt ein Bild hier präsentieren, die, sage ich so, eine Abscheu gegen die indische Gesellschaft verursacht. Und das haben Sie nicht verdient. In Indien, wenn Sie das vergleichen, Sie haben die Zahl von 2 Millionen. Das wollen wir nicht. Ja. Das wollen wir überhaupt nicht. Das nicht. Ist eine. Das wäre völlig falsch verstanden. Nicht? Das wäre völlig falsch. Wenn wir was hoffe, nicht wollen, dann Abscheu, nicht? Sondern Interesse wecken, nicht? Also und Einfühlungsvermögen wecken, nicht? Sich in die Situation reindenken der Menschen. Nicht? Ich denke, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Herr Blume und Herr Hein am Anfang auch schon gesagt, dass sie große Sympathien haben und hatten für das Land, aber das genau deshalb, weil es einen großen Boom gab und vor allen Dingen in der Berichterstattung hier im Westen auch genau diese Themen, die jetzt angesprochen wurden, eigentlich oft so hinten überfallen und nie so in dieser Präzision und auch in dieser Gewalt angesprochen werden, dass ein Aufruf dazu war, sich damit zu beschäftigen. Aber wissen Sie, ich finde letztendlich, wir haben uns natürlich genau überlegt, warum wir dieses Buch schreiben wollen miteinander. Und ganz am Anfang in der Ansprache von Dr. Wiemeyer, aber dann auch in unseren ersten Worten kam ja schon zur Sprache. Wir haben beide über Jahre ein sehr enges Verhältnis zu Indien entwickelt. Aber es muss eben auch möglich sein, unter Freunden Kritik zu üben. Und das ist genau der Ansatz dieses Buches. Wir wollen eben nicht mehr dulden, dass diese Verhältnisse, die wir tagtäglich dort antreffen, sich so für alle Ewigkeit fortschreiben. Und deswegen fassen wir sie zusammen. Wenn Sie das Buch lesen und auch gerade ins Nachwort gehen, werden Sie sehr, sehr schnell finden oder erkennen können, dass der Vorwurf, den Sie jetzt gemacht haben, nicht zutrifft. Und ich glaube, es ist gleichwohl wichtig, Finger in Wunden zu legen. Und genau das machen wir. Na, ich meine, es ist natürlich was. Natürlich hat, ich meine, ich kann das verstehen, wie Sie reagieren. Natürlich beschreiben wir Situationen in Indien, die Abscheu erregend sind und die wehtun, nicht? Die ja uns auch wehgetan haben. Und das ist ja nur, dass wir könnten auch ohne weiteres ein Buch schreiben, in dem wir also sozusagen das, die wunderbare Diskussionskultur in Indien loben, die tolle Stimmung an den Universitäten, die wir erlebt haben, beschreiben, in der wir also das das mühsame und aufopferungsvolle Arbeiten der Bauern beschreiben, das, wo man ja so viel Respekt vor den Einzelpersonen immer bekommt und wie sie auch eben gerade für ihr Überleben kämpfen und das wäre alles, das ist nur nicht dieses Buch. Das ist sozusagen das Gefühl, da geschieht was und das müssen wir uns auch vor Augen führen. Und wenn es eben auch abscheulich ist, nicht? Aber das soll nicht, das ist nicht die ganze Wahrheit, das ist die verdrängte Wahrheit über Indien. Wissen Sie, der Punkt ist ja extrem interessant, weil uns ist vollkommen klar, dass wir dieser Kritik ausgesetzt werden. Sie können das Buch noch nicht kennen, weil es heute erschienen ist. Ich lese Ihnen jetzt genau 3 oder 4 Zeilen vor aus dem Nachwort und ich glaube, das erklärt sich dann. Das heißt, wir alle, auch im Westen, können den Indern helfen, ihre eigene Wirklichkeit fester, ehrlicher, genauer ins Auge zu fassen und weniger Wahrheiten zu verdrängen. Das hat mit Schulmeisterei nichts zu tun. Wohl aber mit dem Mut zur Kritik an einem fehlgeleiteten Gesellschaftssystem. Und das ist der Gedanke dieses Buches. Was mich interessieren würde, ist diese Untaten gegen Frauen. Sind die hinduistisch begründet oder muslimisch begründet oder kommen die überall vor? Ja. Warte, ich habe noch eine.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich finde, es darf nicht zu so einer Zivilisationskritik werden, was wir schreiben hier. Und es gibt eben, deswegen habe ich das auch betont, neue materielle Gründe, die dazu führen. Also die Abtreibung von weiblichen Föten, die hat es nicht gegeben, die gibt es im Hinduismus nicht, die gibt es nicht bei den Moslems, die gibt es deshalb, weil die Leute heute das Ideal in der Werbung von einer westlichen Kleinfamilie dort verbreitet wird, die Wohlstand hat, wo ein Kind in Amerika zur Universität geht und der Vater noch ein Auto fährt und dann will man eben keine Tochter mehr. Ja, also das ist sozusagen, da ist was ganz Modernes dran. Ich habe gesagt, die Brautverbrennung ist ein ganz modernes Phänomen. Und natürlich hat es trotzdem was mit Hinduismus zu tun, weil der über Jahrhunderte, der Hinduismus begründet nicht das Kastenwesen in Indien. Das ist Religionswesen. Aber er hat sich immer parallel zu diesem Kastenwesen in der Gesellschaft bewegt. Und er hat dieses Kastenwesen oft genug toleriert und in seine eigenen Institutionen mit eingewoben. Und gerade die hinduistische Partei ist sicher nicht diejenige, die heute gegen das Kastenwesen kämpft. Im Gegenteil, die ist oft mit ihrem RSS, in diesen Verbänden, die es da gibt, zementiert. Und dass das Kastenwesen ein wesentliches Merkmal ist, dass die Verachtung gegenüber diesen, es ist ja eben nicht der Mord an der Brahmanen, es ist der Mord an der Unberührbaren, der die Regel ist. Verstehen Sie, das ist, wenn Sie ja, die Zahl... Ja, das verstehe ich. Und dann hat es wieder natürlich diesen traditionellen kulturellen Hintergrund auch. Nicht? Also jetzt, wenn Sie sagen, es ist weder hinduistisch begründet noch muslimisch, dann könnten wir sagen, es ist materialistisch begründet. Ja, es ist und das widerspricht eigentlich genau diesem letzten Satz aus Ihrem Buch, wo Sie schreiben, wir müssten sozusagen das Heil Indiens begründen, unterstützen, loben, vervielfältigen und so weiter und so fort. Wenn Sie nach Indien gehen, dann bin ich der Überzeugung, die indische Heilung, die könnte nur aus Indien kommen. Und da ist im Augenblick... Ja, finde ich auch. Ist im Augenblick aber nichts. Sie das haben bestreitet ja niemand von uns. Das ist ja vollkommen klar. Ja, also, ja aber das ist ja nicht materialistisch, der Hinduismus. Lassen Sie mich eben den Satz zu Ende bringen, bitte. Sie haben ja gerade die Zeile gehört mit der Schulmeisterei. Ich meine, Indien war lange, lange Zeit ein Kolonialland, das von den Briten geführt wurde. Wenn Sie heute den Indern kommen mit Schulmeisterei, mit Ratschlägen, mit Vorschriften gar, dann kommen Sie nicht weit. Da kommen Sie keinen Meter weit. Wir kommen nicht mit Ratschlägen oder mit Vorschriften gar. Das ist auch nicht unsere Rolle. Wir beschreiben zunächst mal und nutzen unsere Erfahrungen, die wir in dem Land gemacht haben, um Lebensbedingungen anzukreiden, die so für uns unmenschlich sind. Moment, lassen Sie mich es eben zu Ende bringen. Ich bin sofort fertig. Aber die Lösung für diese Krise, da herauszukommen, die müssen die Inder selber finden. Die können wir ihnen nicht diktieren. Und das tun wir auch nicht. Das können wir gar nicht. Gegenwärtig nach Indien kommen, dann verkommen die Moscheen und es verkommen die Tempel und es blühen Geschäfte ja wie Budnikowski. Das ist ja ein anderes Thema. Jetzt sind Sie mal still. Ich bin höflich zu Ihnen. Ich bitte Sie auch höflich zu uns zu sein. Ich würde gerne noch einen Satz zu Ihrer Anmerkung sagen. Und zwar dieses Buch, wenn ich das ganz kurz nochmal anfügen darf, nennt sich Streitschrift. Und es ist eben genau das soll es sein. Es soll genau das anstoßen, was hier jetzt gerade passiert, nämlich eine öffentliche Diskussion, sowohl bei uns, aber auch in Indien. Und es ist ja nicht gedacht, dass die beiden Autoren sind ja nicht die sagen, so und so hat es zu laufen. Darum geht es auch in dem Buch. Das kann niemand sagen. Es geht darum, eine Debatte anzustoßen. Entschuldigung, jetzt habe ich erst einmal Okay, wir haben noch viele. Und dann kommt der junge Mann. Da. Okay. Und dann arbeite ich mich wieder auf Ihre Seite. Frau Schulz, Sie haben das im Blick. Empörung über Verhältnisse ändert diese Verhältnisse noch nicht. Wo sehen Sie, oder sehen Sie Möglichkeiten, etwa aus der wachsenden Mittelschicht, dass sozusagen die Akzeptanz von Frauen, die Akzeptanz von Kindern sich in absehbarer Zeit, also ich sage mal in den nächsten 10 Jahren, irgendwo verbessert? Oder müssen wir da pessimistisch bleiben? Ja, natürlich verbessert sich täglich was. Und natürlich hat diese Reaktion in Indien auf die Vergewaltigung, die wir ja vielleicht von der wir aber gehört haben, gezeigt,
das ist, also sie hat vielen Frauen einen Aufschrei ermöglicht, in der und dass sie endlich mehr Luft gemacht haben mit ihren, mit der Situation, in der sie sich befanden. Ich habe selbst damals die nach dieser Vergewaltigung eine Universitätsprofessorin interviewt, die mich zu, die kannte mich schon, die hat mich zu sich gerufen, weil sie das Bedürfnis hatte, zum ersten Mal in ihrem Leben öffentlich darüber zu reden, wie ihr Onkel, der jetzt ein akzeptierter Arzt in Delhi ist, sie mit 10 Jahren vergewaltigt hat. Und sie war sie hatte das Bedürfnis, das los. Und daran sehen Sie, also, und das ist eine etablierte Professorin, das ist nicht irgendwie, also die hat bis zu dem Moment darunter gelitten, dass sie das nicht sagen konnte und sie hat und darüber nicht reden konnte. Und damit bricht natürlich aber auch viel auf und das sind Möglichkeiten für Sie im Einzelnen, Ihr Leben zu verändern. Sie wollen jetzt was in 10 Jahren und so weiter. Ich glaube nicht, dass sozusagen eine Befreiung der Frau möglich ist in Indien, in der Breite, wo wir ja schreiben, auf den Dörfern, wenn es da nicht auch wirtschaftliche eine Entwicklung gibt, wenn da nicht etwas mehr Wohlstand ist, da sehe ich, und das sehe ich im Augenblick nicht. Der Modi hat ein Entwicklungsmodell geschaffen für die oberen 10.000. In seinem Erfolgsmodell Gujarat geht es den Armen genauso schlecht wie im Nachbarstaat Uttar Pradesh, wo jeder weiß, dass es ein Armenhaus ist. Ja, da hat sich nichts getan. Und deswegen sind die Aussichten, dass sich wirklich für die Masse der Frau was tut, und es gibt kein Gandhi, es gibt keine Mutter Teresa, es gibt keine wirksame politische Partei, die sich für diese Schichten einsetzt, es gibt keine Befreiungsbewegung, das sieht beschissen aus. Da hinten ist eine Wortmeldung. Ich möchte mich zuerst bei der Körperstiftung bedanken, dass sie die Frauen zum Thema gemacht haben. Ich gehöre einer über 30 Jahre alten Frauenrechtsorganisation der größten in Deutschland an und bin auch gerne bei Ihnen, aber das Thema Frau war selten. Deshalb freue ich mich sehr, bin auch gekommen. Ich bin wegen des Themas gekommen, weil wir im November hier in Hamburg mit der Landeszentrale für politische Bildung schon eine ähnliche Veranstaltung hatten. Da ging es um das Buch von Mara Wissendahl vom Verschwinden der Frauen, die ja auch dieses zum Thema hatte. Ich denke, und wir arbeiten auch kleinschrittig, kleinprojektig, es gibt in Orissa ein Frauenprojekt im Denkkanal, es wird gearbeitet, es gibt einen sehr schönen Film, Shortcut to Justice, wo auch die Graswurzelarbeit der Frauen gezeigt wird. Ich denke, es gibt viel, aber es ist ein so immens großes Land. Genau. Und zu dem Herrn dort, der das festzumachen versuchte am Hinduismus oder sonst wie. Ich denke, es gibt keine wirkliche frauenfreundliche Religion. Dafür müssen Frauen sorgen und auch Männer, dass sich das vielleicht in den nächsten Tagen... dass sich das in den nächsten 1000 Jahren ändert. Das wäre sehr schön. Und insofern finde ich, können wir auch optimistisch bleiben. Ich bleibe es. Ich werde es nicht erleben, dass sich meine Organisation überflüssig macht, die nur mit Gewaltthemen zu tun hat. Es wäre schön. Es wird so nicht sein. Aber ich wollte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich dieses Themas angenommen haben. Sie drei, aber auch besonders die zwei Herren, die also auf das Frauenthema gucken. Dann geht's da gleich, genau, wenn wir da, gehen wir gleich nochmal darüber. Also ich finde Kritik generell an der Politik und an der indischen Gesellschaft natürlich berechtigt. Was ich unangemessen finde, sind die Ausdrücke Holocaust und Genozid in diesem Zusammenhang. Und dann würde ich gern fragen, es ging ja um die Vergewaltigung der Frauen, die Fälle. Und soweit ich gelesen habe, hat es doch zur Folge gehabt, dass Männer zumindest lebenslänglich, glaube ich, verurteilt wurden deswegen. Und Sie hatten kommentiert, es hat sich ja nichts verändert.
Was erwarten Sie denn, was sich jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr verändert? Also natürlich, Männer vergewaltigen Frauen. Das ist nicht nur in Indien so, aber in Indien ganz stark. Und die Folge ist nach meiner Meinung gewesen, dass es mehr in die Öffentlichkeit getragen wird und die Männer auch verurteilt werden, weil es eben eine ganz, ganz negative Presse auch in Indien gegeben hat dazu. Also ich würde das doch ein bisschen anders kommentieren. Und, ja, vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Kann ich noch einen Punkt sagen, ja, klar, dann bin ich auch fertig. Auch noch, ja. Was mir bei Ihren Ausführungen gefehlt hat, ist, Sie haben Globalisierung angesprochen, aber nicht die negativen Auswirkungen der Globalisierung, die in Indien ja auch zu spüren sind. Ein Stichwort, die Biopiraterie, die Vandana Shiva ja auch kritisiert, die mit den Interessen der großen Agrokonzerne, also der westlichen industriellen Agrokonzerne, zusammenhängt. Ich denke, da gibt es viele Sachen, die man auch kritisiert, die auch negative Auswirkungen haben auf Frauen und auf die indische Gesellschaft insgesamt. Darf ich dazu einmal ganz kurz was sagen? Und zwar, worum es hier eben vorhin ging, dass sich nichts verändert hätte nach den Vergewaltigungsfällen. Da ging es eigentlich vor allen Dingen, so wie ich das gefragt habe, darum, dass es natürlich eine große Bewegung jetzt gibt. Und es gab auch oder es gibt auch ein Gesetz, wo es um die Vergewaltigung geht, was, ich weiß nicht, ob es schon verabschiedet ist oder verabschiedet werden sollte. In dem Buch ging es aber vor allen Dingen darum, ob sich das sozusagen für die vielen, vielen Einzelfälle und vor allen Dingen für die Justizgeschichten, also dass man nicht zur Polizei gehen kann und seinen Fall einzeigen kann, inwiefern sich das wirklich verändert, das wird sich eben erst noch zeigen müssen. Und zu den Agrokonzernen, Sie können gleich noch, zu den Agrokonzernen hätte ich gerne noch was sagen. Wir hätten natürlich noch über Vandana Shiva, die ja alternative Nobelpreisträgerin ist und auch hier in Hamburg war, und über ihre ganz besondere Arbeit für die alten Sorten, von denen sie sagt, dass Indien könnte versorgt werden, wenn es diese alten Samensorten wieder gäbe. Das steht natürlich im Widerspruch zu Monsanto und Bayer, über die wir jetzt auch nicht im Einzelnen gesprochen haben. Wir hatten uns versucht, sozusagen nur auf die Themen des Buches zu konzentrieren. Deswegen ist das nicht zur Sprache gekommen. Herr Hein. Ich möchte gerne noch zu den Punkten der Reihe nach was sagen. Erstens, der Begriff Holocaust, wir verwenden ihn eben genau nicht, weil wir sagen, er passt eben nicht. Die Größenordnung, über die wir dort sprechen, ist allerdings eine, die uns dazu verleitet hätte, ihn zu benutzen, wenn er denn passen würde. Wir verwenden ihn aber eben nicht, weil er nicht passt. Aber das ist in dem Buch genauer erklärt, als wir das hier auf dem Podium gemacht haben. Und zweitens, was hat sich geändert? Wir haben mehrfach gesagt, natürlich ändert sich was. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt eben mehr weibliche Polizeibeamte, es gibt mehr Verurteilungen, überhaupt keine Frage. Nur ist das, wenn Sie so wollen, der Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt können Sie fragen, wie schnell erwarten Sie das denn? Nein, ich erwarte das nicht schnell, aber ich sehe natürlich, dass viele Menschen, viele Frauen in dem Fall weiter leiden. Wir haben spektakuläre Fälle, die es bis in unsere Medien reinschaffen, hier im Ausland. Ja, da gibt es dann lebenslange Haft, teilweise Todesurteile etc. Ja, aber an der Situation, die in Indien vorherrscht in dieser Hinsicht, ändert sich eben doch sehr wenig. Wobei man natürlich nicht erwarten kann, dass sich das über Nacht ändern würde. Gleichwohl muss man es eben anmerken. Frau Dr. Schulz, genau, noch einmal da und dann müssen wir mehr nach rechts wandern. Okay. Das Mikrofon ist gerade da. Ich wollte eigentlich nur gerne anmerken zu Ihren Ausführungen, die ich sehr begrüße. Ein Grund, warum sich so wenig ändert und wahrscheinlich auch sehr wenig ändern wird, da bin ich auch eher pessimistisch als optimistisch, ist auch, dass die Bevölkerung selbst wenig Willen und Antrieb zeigt, etwas verändern zu wollen. Ich habe sehr viele Menschen in Indien erlebt, die einfach sagen, das ist so und das finden wir gut. Und der Glaube, der ist da ja auch mit. Das Kastenwesen spielt auch eine Rolle. Ich habe Menschen gesehen, junge Menschen, die sitzen da und tun nichts. Die lesen noch nicht mal eine Zeitung. Die diskutieren nicht. Die sagen, ja, so ist das halt. Das Leben ist halt so. Ich habe Menschen gehört und gesehen, die erzählt haben, wie sie ihre Söhne verheiraten. Ja, das ist bei uns so. Das gehört sich so. Also ich habe wenig in den unteren Bevölkerungsschichten, wenig Bereitschaft gefunden, zu revolutionieren, wirklich fundamental etwas ändern zu wollen. Und deswegen bin ich auch, weil dort so wenig Antrieb ist, auch deswegen pessimistisch. Ja, danke schön. Ich wollte auch sagen, vieles, das Sie gesagt haben, kann ich natürlich auch so bestätigen, aber wir müssen beachten, jede Aussage, die Sie über Indien treffen, trifft zu.
und das Gegenteil davon aber auch. Und deswegen können Sie für jeden Fall, den Sie hier auch berichtet haben, auch 1000 andere Beispiele finden, wo dem nicht so ist. Das geht auch für, sogar für den Titel, wo Sie sagen, Indiens verdrängte Wahrheit. Aber ich kann sagen, jede Aussage, die Sie getroffen haben, können Sie auch in den indischen Medien lesen. Auch die Tatsache, dass Sie in Singapur sitzend diese Fälle, über diese Fälle erfahren können, zeigt auch, dass es nicht so die verdrängte Wahrheit, es ist auch die Wahrheit, vielleicht sie wenig beachtet wurde, aber sie ist auf jeden Fall erkennbar. Wer sich mit Indien beschäftigt, der kennt auch die Probleme. Und es wurde jetzt mittlerweile schon oft gesagt, dass sich tatsächlich viel getan hat, dass Sie sehr, sehr viel sehen können. Der Trend geht sogar dahin. Es gibt Fälle von Gegenmitgift. Wenn Sie die indischen Medienberichte betrachten, wenn Sie sogar Fälle bis vor dem High Court in Delhi sich betrachten, es gibt Fälle, wo sogar Leute falsch dessen bezichtigt werden, dass sie Mitgift verlangt hätten. Also es gibt Gegenbewegungen, es gibt alles Mögliche. Also es trifft alles zu, was Sie sagen, aber es trifft auch das Gegenteil davon zu. Plus, was mir ein bisschen leider zu kurz vorkam, war, dass es viele Widersprüche gegeben hat. Zum Beispiel das Beispiel mit dem Namen Gandhi. Leider Gottes, sage ich mal, leider Gottes, wenn es wirklich zugetroffen hätte, dass alleine der Name Gandhi und die angebliche Verwandtschaft zu Mahatma Gandhi einer politischen Partei zu Wahlen hilft, dann gäbe es diese Partei gar nicht in der Opposition in den 16, 17 Bundesstaaten. In Indien werden Wahlen bestimmt, leider Gottes, mehr durch die Korruption, mehr durch das Kastensystem etc. und nicht wegen des Namens Gandhi. Zweitens, mit der Außenperspektive nimmt man gewisse Sachen wahr, die vielleicht gar nicht so sehr zutreffen. Hier wurde das Kastensystem so oft erwähnt, als wenn tatsächlich die Brahmanen-Vorsteher irgendwie Wahlen beeinflussen könnten. A, die Brahmanen haben nie die materielle und die physische Macht gehabt, das waren andere Kastengruppen. Und B, die Wahlen werden weiterhin bestimmt durch die Gelder, Korruption, das Kastensystem. Also ich glaube, hier wird die, also zumindest meiner persönlichen Meinung nach, greift die Analyse ein bisschen zu kurz. Danke. Vielen Dank für Ihre Meinung. Jetzt gehen wir mal nach rechts rüber und ich bitte in Anbetracht der Zeit, alle, die jetzt noch beitreten, ja, Frau? Ein bisschen den Überblick verloren, wer sich zuerst gemeldet hat. Hier vorne der Herr, genau. Und ich bitte um kurze Beiträge, kurze Kommentare, wenn es möglich wäre. Ja, ich wollte eigentlich nur eine oder zwei kurze Bemerkungen machen. Erstens finde ich die Kritik, die hier teilweise angeklungen ist, dass diese Berichte Indien in ein ganz schlechtes Licht drücken, die finde ich absolut unfair. Ich finde, man merkt den Herren an, dass sie Empathie aufgewendet haben, um dieses Buch zu schreiben. Und danke. Und ich finde, das wird insbesondere an Herrn Blum deutlich, der sich sehr schwer tut, hier differenziert zu berichten und trotzdem Dinge aufzuzeigen, die wichtig sind aufzuzeigen. Und mal eine kleine Frage habe ich hinsichtlich Ihres Buches. Welche Wirkung kann dieses Buch überhaupt in Indien entfalten? Oder sehen Sie da überhaupt keine Wirkung? Sehen Sie die Wirkung nur hier bei uns in Europa oder in Deutschland, wie auch immer? Da fragen Sie doch mal den Verlag Edition Körber, wann es ins Englische übersetzt wird. Sobald ich einen Verlag in Indien finde, tipptopp, sind wir dabei. Nein, wir sind natürlich ein Beispiel als Journalisten. Ganz einfach das, was an Handwerk in diesem journalistischen Handwerk in diesem Buch steckt. Ja, die lesen alle, die Kollegen in Indien, die New York Times und andere Blätter und orientieren sich daran. Und insofern wäre es, leider lesen sie in der Regel nicht Deutsch, ja, aber das ist ganz wichtig. Also das denke ich, dass wir einen Journalismus über Indien zeigen, der, wie man es auch machen kann. Nicht? Also, ja, genau, so, ich finde das ja. Gibt es noch weitere Stimmen? Ist es denn geplant, das Buch in Indien zu veröffentlichen? Das war nämlich meine Frage. Das ist an Herrn Dr. Wehmeyer, glaube ich, gerichtet, die Frage. Lieber nicht. Ne? Derzeit planen wir das selbstverständlich nicht. Ich sage deshalb selbstverständlich, wir regen hier eine Diskussion in diesem Land an. Und diese Diskussion geht selbstverständlich in alle gesellschaftlichen Gruppen, inklusive der politisch Handelnden und auch der außenpolitisch Handelnden. Und wenn wir es schaffen, sozusagen diesen Dialog ein Stück weit zu forcieren,
dann haben wir zunächst einmal unsere Aufgabe erledigt, aber nicht, weil wir nicht wüssten, dass wir auch in der Wirkung woanders Wirkung erzielen könnten. Nur glauben Sie mir, wir sind nicht so überheblich, überhaupt ein Vertriebssystem erkennen zu können, was in Indien dieses Buch weitertragen würde. Hier bleiben wir zunächst einmal bescheiden, vielleicht für Sie zu bescheiden. Ich habe eine Frage zum Thema, Sie hatten ein paar Beispiele geschildert, dass die Unterdrückung oder an der Unterdrückung der Frauen auch Frauen mitwirken. Da habe ich mich gefragt, gibt es relativ wenig Solidarität innerhalb, also zwischen den Frauen, und warum ist das so, wenn ja? Ja, das ist die, also die Institution, die die, die Nicht-Solidarität unter den Frauen symbolisiert in Indien, ist die Schwiegermutter, und die also auch in diesen Situationen, wo eben zum Beispiel bei einer Brautverbrennung nicht im Sinne der Braut eingreift, oder wenn das oder die eben darauf achtet, dass die Mutter das Essen ihrem Sohn gibt und nicht auch ihrer Tochter, also dass die ist sozusagen erzogen auf der Seite ihres Sohnes, die Interessen des sozusagen des Sohnes und des Nachfolgers durchzusetzen, nicht? Also es gibt natürlich unglaublich tolle Beispiele von Frauensolidarität trotzdem in Indien. Ich meine, Sie kennen alle Berichte über Mikrokreditprogramme. Es gab es gab fantastische Frauenbewegungen gegen Staudammbau in Indien. Es gab mal einen Artikel im Spiegel vor 5 Jahren, der sagte, in Indien gibt es die stärkste Frauenbewegung der Welt. Die Frau war einfach, das war eine sehr gute Journalistin, die war einfach zu bestimmten Frauen gereist, Projekten, sicher auch das in Orissa, wo sie einen unheimlich tollen Eindruck von Frauen und deren Solidarität bekommen. Nur es ist eben ein kleiner Teil. Es ist auf die ganze Frauengesellschaft ein winziger Teil, nicht? Und das Land ist eben so riesig. Die Frage ist, warum es keine Solidarität unter Frauen gibt, hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon versucht anzusprechen. Ich glaube, darauf gibt es keine einfachen Antworten, leider. Wir haben da noch eine Wortmeldung. Muss ich da drüber sprechen? Wissen Sie, ob die Frauen auch behindert werden, ihr Wahlrecht auszuüben? Werden die Frauen behindert, ihr Wahlrecht auszuüben? Gehindert auszuüben ist jetzt ein sehr starkes Wort. Sie müssen sehen, das hatte eben jemand aus dem Publikum schon angemerkt, ich glaube Sie da hinten, dass wir natürlich einerseits hier von der Wahl in der größten Demokratie der Erde sprechen, andererseits aber nicht davon ausgehen können, dass diese Wahlen in der Form frei sind, als dass jeder seine Stimme für die Partei oder den Kandidaten abgeben könnte, für den eigentlich sein Herz schlägt, vielleicht weiß er es auch gar nicht, weil er es gar nicht mitkriegt, weil er nicht lesen, nicht schreiben kann, nicht vernetzt ist. Das läuft auf dem Land schon sehr genau so, dass sie sich entlang des Großgrundbesitzers entscheiden. Das läuft sicherlich in den Familien so, dass natürlich da auch die Männer das Sagen haben, auch in puncto Wahl. Und sie können Stimmen kaufen. Sie kennen auch die Preise, die sind bekannt, was man für Stimmen bezahlt in Slums etwa. Und wenn sie nichts zu essen haben, täglich kämpfen müssen, dann ist eine Stimme zu verkaufen ein ganz wohlfeiles Mittel, um zumindest mal sich selbst und die Familie wieder ein paar Tage durchzubringen. Ich denke, das waren im Moment aus dem Publikum die meisten Fragen. Wenn es noch Fragen gibt, sie werden zum größten Teil ganz sicher in diesem Buch beantwortet. Ich kann es Ihnen ganz persönlich sehr ans Herz legen, und er würde gerne abschließend noch 2 Sachen sagen, weil ich ja hier auch als Halbinderin sozusagen sitze. Ich habe heute die Ehre, dass mein Vater direkt dort sitzt und meine Mutter, die heute Geburtstag hat und mir erlaubt hat, trotzdem diese Veranstaltung zu moderieren. Oh, ja. Ich muss sagen, bei dieser ganzen Indien-Kritik habe ich auch immer ein zerrissenes Herz, weil ich als Journalistin genau wie Sie finde, man muss den Finger in die Wunde legen, und es gibt viele offene Wunden, aber es gibt eben auch viele fantastische Sachen. Der Grund, warum ich meine Filme gemacht habe, war, dass ich bisher in meiner Familie nur starke Frauen kennengelernt habe, Frauen, die sehr selbstbestimmt sind, die in Organisationen arbeiten, die solidarisch mit anderen Frauen sind, aber ich eben auch erfahren habe, dass es eben auch
anders ist. Und deswegen finde ich, darf man darüber streiten. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide das tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und die beiden Autoren sind jetzt vorne netterweise noch bereit zu signieren, wer auch immer Lust hat, sich ein Autogramm zu holen. Es gibt Bücher und wir freuen uns natürlich, wenn Sie die Bücher dann auch verleihen, verschenken, um diese Diskussion eben noch breiter anzustoßen. Herzlichen Dank.